Mann, ey! Scheiß Verspätung hier, hallo! Klar. Was geht, was geht, was geht? Entschuldigung für die Verspätung. Kuss, 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 Kuss an alle meine geliebten Kinder. Was heinen, was heinen. Hallo Wolverine, Samplex, Bodo, hallo Simstone, Lucky, hallo. Selber, du Blue, du Wichser. Andy Wusa, Bashi, Reed Seven, ab in eine Pommes mit dir, Junge. Matty, Yoko, Kid Force, Corporal, schade, dass das geht. Sind wir gewohnt, ich weiß, tut mir leid. Ich bin momentan echt gefickt. Aber ich wollte unbedingt was essen. Und ich musste nur klären hier mit den Dings, ja. Einreise, scheiße so. Lena ist auch da, also Miss America. Salty ist heute auch auf Storyline eingereist. Kommen immer mehr Leute. Cool, Alter. Cool, finde ich gut, musste essen. Kein Zeitgefühl heute. Nee, absolut nicht. Sind alle durch, oh, ja. Und absolut auch begeistert. Ja. Hallo Alina, Bodo, hallo Yoko. Hatten wir schon. Reese, danke schön für den Reese am 5. Abo-Falle, fuck. Bei dir habe ich mitbekommen, Reese, du hast die Fragen verkackt auf dem Server, ne? Das ist ein bisschen cringe, Alter. Und Niff, sehr danke für den Reese am 42. Tag, Tag. Storyline ist heftig, ich freue mich mega drauf. Ich auch. Letztes Mal schon, als wir nur 2 Stunden leider drauf waren, wegen Star Wars Pommes vorher. Habe ich übrigens wieder deinstalliert, nur zur Info. Musste ich. Weil ich hatte keinen Platz auf der Platte, aber lade ich wieder runter. Letztes Mal war schon richtig cool, den Abend, obwohl wir nur 2 Stunden gespielt haben. Aber jetzt bin ich drauf und wupp, bei dein Arsch, pass auf. Lag an den Fragen nicht an mir, ja. Geht heute rein? Ja, wir gehen jetzt gleich sofort rein. Hallo Giffy, ich hoffe, dir geht's besser. We miss you. Aber woher du sowas wieder weißt? Oder? RP, Server und ich sind so. Überall, egal wo. Ich habe überall meine Leute, die mir das sagen. Was machen Sachen? Wir gehen gleich in eine Pommes. Sind alle am Start, das weiß ich gar nicht. Johnny ist kurz auf The Bowie knattern. Der kommt auch später. Giffy ist krank. Ich denke mal, die Mädels sind da, ne? McLovin, vielen lieben Dank für den Booster beachten. Kuss, Kuss. Aber warum du das über mich erfährst, so als würdest du mich kennen und die sagen dir so, Reese hat verkackt, haha. Tatsächlich hat mir ja jemand geschrieben, dass du verkackt hast. Weil der gesehen hat, dass du bei mir reingechattet hast. Hatte der vielleicht gedacht, oder diejenige, dass wir uns kennen. Molotov, danke schön für die Weezer beim 20. Abend. Doch noch wach. Ja, Peter Klaus, ein bisschen zu spät noch essen. Bisschen was klären. Hier den Comment machen für den Server. Oben links das Logo, was absolut sexy ist, finde ich, Alter. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber blenden wir mal ein. Why not? Fängt mit K an. Ich sag dir nicht, wer das war. Namen sind Schall und Rauch, Bruder.
Real Sam, vermisst mein Crack, genau. Zahl deine Schulden in der Pommes, Junge, sonst kriegst du ein Brett. Hallo, Alpino. Und Passi, hallo. Und alle, die ich noch nicht begrüßt habe, einmal winken. Kann nur einer wissen, der wird angegriffen jetzt. Ja, ja, mach mal. Wo ist der Oma? Oma fehlt, ne? Komm leider zu spät. Oder die ist wieder beim Flötenstream. Was will der Güffi? Ah, ist schön. Mein Spaß, dich vermisse ich auch, ja. Ja, das ist ein echt auch so ein Verräter. Das stimmt nicht. Refrosch, hallo, The Art of War, hallo, Borat, hallo. Verkaufst alles für Storyline. Was verkaufe ich denn, Wolverine? Sag mir, was ich verkaufe. Und Hated Sektor, das stimmt nicht, das mache ich nicht. Warum sollte ich Sektor haten? Ich rede da immer nur von meiner Auffassung und von meinem Wesen. Er zockt den heute noch zu so, PUBG, Junge. Guten Abend, Herr Kuschen, alle im Chat. Hallo, Steffen. Ich hoffe, du meinst halt nicht ernst, Wolverine, ehrlich. Ein Walk-Hiff, hallo. Jetzt chill noch kurz ein paar Minuten. Vielleicht kommen nur ein, zwei Leute und dann gehen wir rein. Ja, das hatet nur mich, sonst nix. Ja, den Lucky habe ich gehatet, das stimmt. Den Lucky habe ich einen reingedrückten Spruch im Teamspeak. Da habe ich gesagt, hier mit Whitelist und so, mache ich für den Lucky überhaupt gar nichts mehr, wirklich keinen Finger krumm. Weil man den Lucky immer hilft bei Whitelistungen und dann sagt er, ja, ich spiele und dann kommt er nicht mehr. Wie cool ist das? Zeitverschwendung. Bitte? Füße, Bergi. Ist eigentlich Daily Life, wenn es bei dir passt oder ist so, wie du Bock hast. Also, wenn es mir gut geht, von der Gesundheit her und vom Kopf und so, bin ich eigentlich sehr aktiv. Aber manchmal kickt es rein und dann bin ich ein bisschen weniger aktiv. Ist das als Antwort genug? Aber ich versuche immer zu kommen. Immer. Blue Raspberry, Dankeschön für den Prime-Sum-Effen. Curtis Baby, ich dachte, du bist heute nicht da. Doch. Mann, ich bin gestern nicht gekommen. Ich war gestern so down wieder, Alter. Ganz Tag lag ich im Bett, so ab mittags, einfach nur am Handy, ganz der TikTok gescrollt. Junge, absolut beschissen. Hallo, Benzo. Obwohl wir gestern Mittag schon mal kurz in der Pommes waren. Und ich hatte richtig Bock. Ich weiß, wer mich verraten hat. Der dachte, ich stopp der 31er, der Wichser, der. Ich bin froh, dass du da bist. Ich bin froh, hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß und Bock. Hallo, Weezy. Hallo, Nemi. Und von Nero. Oh Gott. Sonst kriegst du keinen Nachtisch. Von Nero, vielen lieben Dank für den Weezer im 59. Monat und Stufe 3. Joshua hat dich ertrappt. Wo denn? Und womit? Stress beim Lost gemacht, Pinsel in die Kacke geritten damit und nur noch Storyline da drin. Ja. Ja. Natürlich, wenn der Vize-OG das so beschlossen hat, hat wieder die IC machen, ganz klare Sache. Hätte der Pinsel sich auch nicht wie ein Elfjähriger benommen, dann wäre das auch wahrscheinlich nicht so weit gekommen, wie das jetzt ist. Sag ich wie das. Aber meine Zeit und meine Kraft ist mir zu schade dafür. Ich bin nämlich kein Hund. Ich sitze nicht draußen vorm Laden oder vor irgendwas und warte auf Leute, damit es endlich losgeht. Wenn, dann ziehen alle am Strang. Und wenn nicht, dann bin ich da fehl am Platz. Dann ziehe ich mein eigenes Ding wieder durch. Ganz einfache Sache. Curtis, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich dir und Chat euch auch. Hallo Farmspiel wünsche ich dir auch. Euch allen natürlich. Ich hoffe, euch allen geht's auch gut. Ich hoffe, ihr habt alle gut gegessen. Hallo Toxic Kush. Nicht TikTok schauen, rausgehen und leben gehen. Now. Nicht TikTok schauen, rausgehen und leben gehen. Leben, meinst du? Ja, Peter Klauser, da hast du recht. Ich weiß ja doch selber, aber in solchen Momenten ist das sehr schwer. Hallo Wimmer und No Name, hallo. Ja, fuck dich alles ab, Alter. Ehrlich. Aber wir sind nicht hier, um darüber zu reden. Ich bin hier, um Spaß zu haben mit euch. Um Dinge zu tun. Endlich, hoffe, Bomfer lädt schon Ansage TikTok hoch. Ach. Geh raus und touch zum Gras. Du willst mich nur wieder in die Drogensucht schieben, Lucky. Du Penner. Soll ich im Kreisel auf dich warten? Mach mal. Und jetzt, wo wir über TikTok reden, kommt das TikTok-Lied schlechthin, Alter.
Wo ist die Oma? Guck jetzt in der Zuschauerliste. Oma ist noch nicht da. Lazarus ist da, Schattenbund ist da, Isad ist da, Andi ist da, Weezy, Chalpes, Joshua und Alpino. Spitz hier am Kopf aus und Lachmaschine an. Ja, Mann. Wo sind die Zeiten? Ja, sorry, Mann. Gott. Wo sind die Zeiten, als Oma noch Siri Sandra war? Ach, das ist schon wieder veraltet im TikTok-Kosmos. Ich weiß nicht, so oft bin ich da auch nicht. Ich habe gestern war ich da drauf. Da habe ich gesehen, dass dieser Barello-Typ, übrigens der absolut ekelhafteste Mensch, den ich je in meinem Leben gesehen habe, Alter, mit Lil Pump irgendwie so ein TikTok-Duell hatte. Junge, das kannst du keiner Sau erzählen, was für eine Realität wir leben. Ach, Junge, was? Ja, das macht keine Show. Mach du keine Show, Niki Nick, Alter. Was für eine Show, Junge. Barello, richtiger OG, ne? Absolut der ekelhafteste Mensch, Junge. Machst du TikTok? Ich hab doch TikTok-Account, der Baum vermacht hat. Aber der ist am Studieren, der hat weniger Zeit. Ich boykottiere TikTok, weil ich es nicht verstehe. Ist doch besser, wenn ihr die Finger davon lässt. Hallo, Losen. Hallo, Kio. Ach, TikTok-Duell gegen Barello, Straßenduell. Und David, danke schön für den Visa beim 30. Und Kuss zurück. Wir müssen uns übrigens beeilen, weil um 22 Uhr kommt, glaube ich, ein Alt-V-Update kurz. Aber ich weiß, dass Storyline schon darauf vorbereitet ist. Das heißt, die werden wahrscheinlich einmal kurz restarten, dann können wir wieder rein. Storyline. TikTok nur RP, Wrestling und Music Stuff. Wir müssen Zeiten, wo Curtis einfach Leute niedergeschmettert hat und gezeigt, wer hier der Chef ist. Wo? Hier im Chat oder im RP? Hallo Chris Cross. Und hallo Mr. Pony. Heute Shorts, ich muss um 6.30 Uhr aufstehen. Wollen wir nicht rum, Junge. Auf Storyline läuft das eben ein bisschen anders. Da fängt die Primezeit erst, glaube ich, um 20 Uhr an, bis 1 Uhr oder so. Hallo Slavik. Und Farbenspiel, Dankeschön für 200 Bits, zweimal hintereinander 100. Merci. Hallo Lone Wolf. Er sagt heute nicht rum und schläft ganz Tag. Da tue ich gar nicht. Ich habe wieder einen vernünftigen Schlafrhythmus. Genau, wir machen extra einen langen Stream, damit du gar nicht schlafen gehen musst. Nach dem Chat meine ich nicht. Aber Wolverine, jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Ich weiß nicht, ob das Verarsche ist. Was wünschst du dir denn von mir als Zuschauer? Wünschst du dir, dass ich wieder so einen Charakter spiele und auf irgendeinen Server gehe und Leute einfach wegficke? Weißt du, was das Problem mit dieser Art, mit dieser Spielweise ist? Wenn du auf alles scheißt und denkst im RP, du bist der Größte und bla bla bla. Soll ich dir das mal verraten? Das bedeutet Stress hinter den Kulissen, sehr viel Stress. Dann tauchen nämlich Leute auf, die dir voll auf den Sack gehen die ganze Zeit, Alter. Und darauf hat gar keiner Bock, glaub mir. Mach mal deine Kiste an, Wolverine, du hast ja einen guten PC. Bewerb dich mal auf dem RP-Server und spiel mal so. Dann wirst du sehen, was ich meine. Das macht keinen Bock. Ist das auf Storyline eigentlich wichtig, wo man wohnt? Weil das ist ja so ein bisschen Block-RP. Also was das angeht, mit welchen Leuten man sich umgibt, etc. Oder kann man auch zu anderen, dies, das. Wohnst du in einem Block, gehörst du zu dem, also quasi zu dem Block. Wenn du aus dem falschen Block kommst, Junge, bekriegen die sich. Mr. Real 7 fragen, der macht da Gang-RP, soweit ich weiß. Also da ist nicht so... Das ist authentischer als alles, was ihr je gesehen habt. Ich sag, wie das ist. Heißt nicht so, du bekriegst dich mit einem und bist danach, triffst du dich mit dem irgendwo und bist cool mit denen am Krankenhaus oder so? Achso, du bist kein Gang, du chillst, okay. Und chillst dann im Krankenhaus mit denen und ihr lacht euch über die Situation kaputt oder so? Ist da nicht. Ich mochte dich als Arzt mit Pinsel Mila, die Zeit war echt zu kurz, aber mag auch, wie du in Mila Wald gespielt hast. Dankeschön, Wimmer.
Wir versuchen Abwechslung reinzubringen. Also ich. Kein KSRP, doch KSRP-Gebiet auch. Ne, du sagst, komm, 1 gegen 1 Gengo. Hab eine Pommes mit dir, Enkel. Wann kommt der P jetzt gleich? Aber wenn ich jetzt Rancho wohne, kann ich dann auch vor dem Drive mit den Leuten chillen oder sagen die direkt, ah, du kommst daher, geh mal so. Ich glaube, du brauchst da gar nicht erst hinlaufen. Und aber es kann nur sein, dass du trotzdem da irgendwie Connections hast oder so. Das kann, weiß ich nicht. Vielleicht ist irgendeiner im Stream, der da beantworten kann. Ich weiß nicht, wie hart die das nehmen da. Ich glaube, es kommt drauf an, ob du am Bang bist. Und ob du active auf den Straßen da von Dings bist für die Gang aus dem Viertel, wo du herkommst. Das kann auch gut sein. Dankeschön, Farmspiel. Hallo, Hesche. Dann kannst du ja mit jedem cool sein. Ja, rein theoretisch kannst du, glaube ich, auch mit jedem cool sein. Aber ob du jetzt überall abhängen kannst und so, die werden dich halt pressen, die werden dich halt fragen, woher du kommst. Wenn du in dem Turf auftauchst und die werden dich fragen, was du da machen willst und so. Also so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Wir werden es selber erfahren. Das ist zum Beispiel ein Ding, worauf ich mich freue halt, weil ich das gar nicht auf dem Schirm habe. Spielen eigentlich kleine Leute noch RP, Carlos, Jamal und so? Nee, die nicht. Aber andere. Hast du kein Gang? Wohnst du ja auch beim Barber oder nicht? Ja, aber ist ja kein Gang-Curve. Ich mach keine Gang. Ich mach nicht die Art von Gang oder so. Wahrscheinlich geht das irgendwie darauf, läuft das darauf hinaus, dass wir Drogen verticken oder so ein Shit. Was wir gestern schon gemacht haben. Ich habe auch gestern Mittag einmal zum Test, einmal zum Gucken, wie das abläuft da. Ich habe auch schon Drogen im Tresor drin. Mach FIB, geh nichts, mach ich, Junge. Einfach gucken, was abgeht. Aber ich werde auf jeden Fall auf Stress aus sein. Vor allem, wenn ich eine Knarre habe. Wenn ich mir eine besorgt habe und genug Dings. Munition so. Auf dem Server ist auch Headshot One-Shot. Das ist gut. Geil, neuer Server. Paar Leute umfahren. Wir machen jetzt an. Genug gequatscht. Komm eh schon zu spät. Wo ist der Knopf hier, Alter? Kleidungssystem ist absolut wild. Dankeschön, Loco. Mann, selbst dieses Einloggen hier über Discord ist absolut wild, Junge. Bin ich in der TS-App? Yes, sir. Jo, wo kannst du bei Discord einloggen, Junge? Hallo, warum ist mein Wallpaper anders? Pass auf, ich zeige euch jetzt ein ganz wildes Feature, okay? Für die Leute, die ja noch nie was von gesehen haben, okay? Wrong-Click-Login ist halt nice für Faule. Das ist halt absolut wild, Bruder. Oh, das ist übrigens auch ein Feature. Ich hab hier mal einen von dem guten Stuff. Mach schnell, keine Lust, wie zu lange. Das ist ein NPC, der mir eine SMS schreibt. Ja, dem soll ich Drogen bringen. Der sagt mir auch, wohin ich kommen soll. Aber der will nur einen. Deshalb scheiße ich auf den. Weil ich geh jetzt eh nichts verkaufen. Wenn ich jetzt irgendwie 15 Minuten warte oder so, schreibt der mir, yo, scheiß drauf, so, ich hau ab hier. Deshalb tue ich jetzt mein Ticker-Handy weg. Nimm mein normales Handy. Nein, ich gönne ihm nicht. Scheiße auf den. Pass auf, ich zeig euch wildes Feature.
Oh, guck mal, Donuts da, ne? Voll cool. Ja, nimmst du einfach den. Und dann frisst du den einfach, Junge. Junge. Ey, das ist heftig, Alter. Du kannst mir sagen, was du willst. Das ist ein Feature, was absolut heftig ist. Und du kannst so viele Gegenstände, du kannst auch, wenn du eine Knarre hast, die einfach in eine Ecke legen. So. Hier den Block kann ich zum Beispiel aufheben, den habe ich auch da hingelegt. Hab ich den in der Hand. Guck hier. Ablegen. Dann hat man das Prop und dann tue ich das einfach auf den Tisch legen. Und Carflo, vielen lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen. Und Farmspiel, Dankeschön nochmal für 100 Bits. Vielleicht Bauchschmerzen, weil das Ding da seit Update liegt. Das liegt da, also die Donuts liegen tatsächlich seit gestern da. Und dann gucken wir, wie Drugs ich nur hab. Ja, wir haben ein bisschen Crack und wir haben ein bisschen Weeds. Und Codein haben wir, oder den Stempel kann ich eigentlich wegschmeißen. Machen wir später mal gucken, was abgeht. Eine Stunde Follower ist bodenlos. Du bist bodenlos, Alter. Ja, was ist? Ja, was geht ab? Jo, die Oma vom Bigger ist hier und die Schwester vom Priester auch. Du warst schon mein geliebter Miss America. Jo. Ich nehm die jetzt mit hoch. Achso, komm mit in die Crib. Also, wo geht Louis denn hin? Komm mit dir rein. Ich geh selbst eben rein. Ich will nur eben Sachen zurückbringen. Und trink Cola. Ja, dann komm ich raus, oh wow. Ja. Ich bin hier. Ja, ich seh dich. Du bist doch gerade reingekommen. Ja, richtig. Das sind übrigens meine Donuts, die da liegen, ne? Ja, nimm sie ruhig, nimm sie. Na, die bleiben da, die werden Luft getrocknet. Ich hab Essen gekocht und werd mich eben bewaschen. Okay. Was hat die denn gekocht? Puh! Pasta. Ja, kann ich einen Teller Pasta haben? Ja, zieh ich mich gerade um, oder kann was? Kann ich einen Teller Pasta oder nicht? Dich. Oder muss ich Lasagne oder so Mann, essen? Mach dich auf. Kann ich Pasta? Ach, scheiß auf dich. Ich meine das nicht so, sorry. Oh Gott, endlich haben wir Leute, die kochen, Alter. Weil ich kann das nicht. Boah, ich nehme Pasta mit. Ui. Hier hinziehen. Wir haben Pizza, wir haben Lasagne, wir haben Cola. Oh, Mila war anscheinend einkaufen. Wie cool ist das bitte? Ja, Louis, was geht ab, du Wichser? Hey, Grüße, Curtis. Ja, ich war gerade shoppen. Mit deiner Frau. Dann gehst du wie meiner Frau. Ja, wir waren Louis, ich tue jetzt meine Pasta auf den Tisch, ne? Du fasst das Essen nicht an, du Penner. Okay, zeig das mal. Das ist meine. Hol dir selbst was aus dem Kühlschrank. Oh, es wird geklingelt. Ja, wer klingelt denn da? Ich glaube, das ist meine Schwester. Hab aufgedrückt. Oder einfach Sims 4, Alter. Ja, ich lass die mal rein. Ich hab doch aufgedrückt. Ja? Oder geh runter und hol die hoch. Ist auf, aber schließ ab, Bilder. Ja, bevor wir überfallen werden. Ja. Yo, shit, my brother. Yo, Big Ear, what's happening, bro? Yeah. Yes. Bro, what up?
Jetzt werden wir doch überfallen. Oh, Scheiße. Ja, schließ da die Tür ab, Mann. Wie? Du hast... Look at me. Ja, sie ist fresh aus, Mann. Ja, ich hab mir so ein Onesie geholt. So. Und eine schnelle Brille, you know. Wer ist denn die Omi? Das ist mein Grandma. Ja, ach so. Ich bin die Grandma vom Bigger Hönig. Ich bin die Mörtel. Kai. Ja, was geht vom Mörtel? Ja, was geht denn? Wie ist dein Name? Mein Name ist Kardas. Bist du bei mir zu Hause? Ein bisschen Respekt. Ja, hab ich immer. War nur Spaß, Ja, war nur Spaß, Mann. Nicht anmachen, verdammte Scheiße. Omi, willst du ein bisschen Pasta? Oh ja, gerne nicht. Ja, dann schlürf einfach. Oh Gott. Lecker, Mensch. Jetzt hast du ganz viel Tomatensauce am Mundwinkel. Nicht so schlimm. Wisch mir das mal weg, Pickel. Ja, klar. Komm mal her, Mann. Nimm mal hier den Kopf hoch! Junge, richtiges Sitcom, Alter. Ja, ein bisschen auf die Backe. Ja. Ja, Louis, du fühlst dich aber woanders, ne? Hey, bitte? Hört es, Mann. Ja, ich geb dir meine Nummer. Jo, Alter, komm mal mit, Mann. Was denn? Alles sauber. Hey, willst du auch meine Nummer haben? Oh, Idiot zu. Warum stehst du in meiner Dusche, Bro? Mach die Tür zu, Mann. Ja, Bro. Komm mal her, Mann. Ja, bleib doch ruhig. Dreh durch. Was denn? Oh, hey, behalte das für dich, ne? Kai. Auf jetzt, Alter. Yo, yo, chill. Oh Gott, Mann. Yo, shit, Alter. Yo. Was halt nur die Strap her? Halt bloß die Fresse, Alter. Was? Oh. Was willst du machen damit? Jo, nee, also, ich will einfach nur Schutz. Ich hab schon fast alles vertickt, ne? Schutz ist schon, ja, so. Jo. Vielleicht später nur ein bisschen. Ich will mal was zeigen, ne? Was denn? Pass auf, Alter. Das ist creepy as fuck, dass wir hier chillen, ne? Halt die Fresse. Okay. Ja, Sir. Guck dir das Zeug an, Mann. Boah, Alter. That's cocaine, Bro. Yeah. Wow. Soll ich das nehmen? Ah, nee. Komm. Ja, dann hier. Nee, ey, du kannst doch behalten. Ja, Gepäck, tu im Tresor. Mann, ja, nee, jetzt behalte ich da, Mann, verdammt. Ja, okay. Mann, ich tritt dir gleich in die Warte mal, was hab ich denn hier gerade abgeschlossen? So, das ist eine ganze Bude Lager. Mörtel. Ja. Chill, Big Ö, Mann, chill. Ja, ist okay, Mann. Okay, ich glaube, ich habe alles geordnet bekommen. Ja, Mila, die passt aber richtig sexy. Oh, was? War gut, hat lecker geschmeckt. Auch eine sexy Pasta. Oh, ja. Ich habe reingeschaut. Schieß mal los, nicht? Moment. Ja. Ich zieh mir einen Hoodie an. Bestimmt kein draußen. Speichern. Ja. Anrufen. Bonnie. Oh Gott. Bim, bim, bim. Oh Scheiße, ich muss auf jeden Fall meinen Klingelton noch ändern. Manchmal nenne ich die Mila, Alter. Das ist einfach nach 15 Jahren, ist das Bonnie? Einfach ein Gehirn drin. Du hast doch bestimmt schon wieder 5 Drogen in diesem Staat. Ich brauche mal deine Richtung. Warum scheißt nur deine Oma? Immer wenn ich der Anrufe kommt, hallo, hier ist. Halt dich da raus, verdammte Scheiße! Scheiße, Mann. Nee, Omi, ja, was geht ab, Vater? Dankeschön. Warum schreist nur deine Oma so an, du Idiot? Halt dich da raus, du Schwein. Jo, alles klar, Mann. Chill. Okay. Omi, bist du bereit? Ja, ja. Was willst du jetzt für eine Nummer haben? Nee, deine, wo ich meine Arbeitshandy oder normal? Ja, das ist alles, Mann. Sag's aus, ja, ich geb dir einfach beide, okay? Ja. Soll ich bereit? Bist du bereit? Ja, doch klar, du klar. Ich frag nicht, woher der die Knarre schon her hat, Alter. Okay. Mein Arbeitshandy ist einmal 323. Ja, ja. 180! 680! Okay, Arbeit, warte, ja, hab ich. Yeah.
So, warte. Yeah, jetzt kriegst du meine richtige Nummer, verdammt. Schnucki Pucki, ja? 3, 2, 3. Ja. 6, 3, 9. Ja. 8, ich 6, habe so sehr 2. Vermisst. Okay, ja, okay. Ich habe so sehr vermisst, mit dem Johnny zu zocken. Welche Nummer? Ja, deine 6, 3, 9, 8, 6, 2, nicht. Ja, die habe ich jetzt gerade nicht am Start. Nee, ja, gibt keine Routen. Ja. Keine Ahnung, ja, woher die hat. Ruf ich die an? Hallo? Oh, oh fuck, hab ich mich geschrocken, Mann! Hab ich. Ja, habt ihr irgendwas geplant für heute? Nee. Nee, ja, ich bin die Leute voll. Ich? Ach, du bist Louis' Schwester, ne? Das ist meine Schwester, Miss America, ja. Jo. Hey, du! Ich bin Helen! Was ist los, Amy? Oh, deine Nummer, falls ich verloren gehe. Ich bin wie ein Hund. Ja, okay. Manchmal bin ich da, manchmal bin ich weg, ne? Jetzt so Arbeitshandy oder die richtige Nummer? Normale Nummer, nicht. Arbeitshandy. Ja, falls die Omi mal was ordern will, für ihre Arthritis oder so. Na klar. Na, 3 Zahl 3? Ja. 6 5? Ja. 1 2 Zahl 3? Louis, wohnst du bei Drogendealern? Oh, nein. Ja, was sagen, Oma, was sagen? Genau. Wie war dein Name? Mörtel. Turtle? Mörtel. Mensch, das ist ja schön. Find ich dein hier. Ja. Kaume Turtle. No. Was soll denn das heißen, Louis wohnt bei irgendwelchen Drogendealern? Louis ist ein Drogendealer. Was? Der hat uns Colina für mein Liebe besorgt. Was? War gegen meinen Husten? Yes, sir. Curtis, das war gegen meinen Husten. Ja, stimmt, ist gegen deinen Reizhusten. Ist fein, ist ja geil, wenn du den Stock endlich mal aus dem Arsch ziehst. Ja, hab ich auch gesagt. Ach, voll geil. Eigentlich wirst du zum Mann. Ja. Wirklich, ich zieh den raus, verdammt! Was? Wo ist der Stock? Da. Wo ist er, Bruder? Ja, den hätte ich gerne. Mila spielt nicht Mila, die spielt Lea. Ich bin ein bisschen lauerig. Oh. Ich sag doch, Testo tut ihm nicht gut, nicht? Ja, Oma, da ist ein Stock, Mann. Testo, Ja, ja. Danke, danke. Habt ihr nichts geplant für heute? Ja, eben erst angekommen. Oh Gott, ich glaube, ich hab einen Krampf, ey. Hätte ich auch. Ist Ricky unterwegs, oder Giffy? I don't know, man, I don't know. Wir brauchen ein neues Produkt, Mann. Hab ich dir doch gezeigt, neues Produkt, Mann. Ja, aber du hast ja nur ein Tütchen gehabt, wir brauchen mehr. Ja, ich hab schon gehabt, aber... Was? In der Karre? Jo, ich muss mal eben kurz los, pass mal eben kurz auf. Ja, warte hier. Wegen dem Zeug. Welchem Zeug, Mann? Ja, was du uns gegeben hast? Nein, noch nicht. Also, ja, bist du dumm? Pass auf, Mann, Alter. Hör mir zu. Was denn? Nimm mal die Kohle wieder. Später. Ja, wie später? Später kauf mir ein, Mann. Ach so, okay. Ey, pass eben kurz auf meine Grandma auf. Ja. Ich rufe euch gleich, okay? Hast du was dagegen, wenn ich mit deiner Grandma zum MD gehe, ein bisschen Kodin besorgen? Nein, Mann, Grandma, hilf dir mal bitte. Hey, übrigens, Leia. Leia, hör mir zu. Leia, hör mir zu, Mann. Ja, meine Grandma, du bist doch auch sehr gerne in der Küche. Meine Grandma macht die geilsten Sachen, von der kannst du auch nicht mal lernen, Mann. Ich muss nie wieder hoch. Ja, Omi, guck mich mal an. Ja, ich bin erstmal weg. Ja, ja. Du hast dich echt gut gehalten für dein Alter. Mhm. Oh Gott, du machst mir Angst. Jetzt! Du guckst mir durch. Du guckst mir in die Seele. Hey, Baby Boo. Was? Ich wollte dich noch was fragen. Was dann? Wollt mir halt irgendwie die Wimpern machen lassen. Ach, da bin ich dabei. Oh, echt? Dann lass uns da gleich mal rübergehen. Ja, jo, let's go. Scheiße, ich weiß nicht, wie teuer das ist. Dann lass du da hingehen. Musst du halt was dazugeben. Komm, Daddy ist halt gut drauf, ich zahl. Ja, cool. Los, Oma. Joch nicht, auf geht's. War nicht die Treppen runter, Omi? Ich halt sie. Achso, sollen wir hier meiner Schwester noch einen Schlüssel geben?
Was denn von der Crib? Naja. Ihr kleinen Fische, wisst aber schon, dass ihr was bei der Miete dabei geben müsst, ne? Ja, klar. Ja, klar. Ja, dann hol ich ein Schlösser, geht schon mal runter. Eine Fische. Alle wohnen hier auf meine Kosten, Fisch. Alter. Junge, der Skin von der Oma ist der beste. Was mache ich denn? Oh. Wohnungsschlüssel. Kann ich den einfach hier reinziehen? Oder muss ich den in die Hosentasche? Hosentasche. Das kann ja hier was geben auf dem Server, Alter. Ja, das stimmt, Lisa. Da ist er doch. Oh Mann, wenn man vom Teufel spricht. Also zieht, wie heißt du, Lena? Helen. Was, Helen? Also zieht Helen auch bei uns ein, Ohr. Ja klar, wir schlafen in meinem Bett. Du meinst in unserem Bett? Nee. Hier. Ich schlaf mit Sis in einem. Ja, und wo kann ich? Mit meinem Bruder oder so. Auf der Couch oder so. Kein Deal. Okay. Und du? Ja. Ich schlaf bei meinem Big König. Achso, du wohnst auch hier. Sis. Na ja, klar. Kennst du das noch, wenn man mit den Wimpern so im Gesicht so ganz aber nah und dann so klang, 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 klang. Ja, was machen gesagt? Wir da? Guten ja, kann man hier Kaugummi ziehen? Hallo. Ja, hast du den Ring rausziehen? Was? Wimpern? Ja. Das ja, Ding funktioniert. Gerne. Ja. Ja, wie? Oh, Janni, das darf ich nicht. Da fern wir meine Dritten aus, nicht? Ja, voll geil. Okay, wo geht's lang? Mal gucken, was drin ist. Was zum... Ja, Kaugummi, was sonst? Nee, da sind ja auch manchmal andere Sachen drin. Das ist Jolly Rancher, hab ich drin gehabt. Pfeif ich mir direkt rein im Ficker. Na, sowas sagt man aber nicht, Mensch. Entschuldigung, Oma. Ich spüle dir mal den Mund mit Seife jetzt aus, ne? Auf gar keinen Fall. Jo, der Laden ist doch hier direkt um die Ecke. Den haben wir doch gestern Mittag gesehen. Ja, dann let's go, oder? Let's go. Ja, okay. Jo, ich hole euch noch. Ja, let's go. Oh, jetzt haben wir die Oma, die so langsam auf die Straße aushält. Ja, also. Ja, Oma, auf dich müssen wir Rücksicht nehmen. Leia läuft auch immer so langsam. Ja, aber wenn ich meine Schmerzmittelchen in Tuss hab, dann geht das alles immer ein bisschen schneller. Mein Bein? Nee. Drauf. Hau ab, Oma, willst du dich vorne aufs Lenkrad setzen? Oh, ich glaube, da falle ich runter, mein Herz. Okay. Das wird, glaube ich, nix. Warum läufst du so cool? Ja, ich dachte so ein bisschen lässiger heute. Ach so, okay. Ich kann es verhungern und verdursten. Siehst du oben rechts an, wenn man Hunger und Durst hat. Warum habe ich hier schon wieder so Mini-Lex? Ich verstehe es nicht. Junge, Mila läuft ganz vorne, super langsam. Oma, Hände hinterm Rücken. Guck mal, der Luis läuft und guck mal, wie die andere läuft. Oh Gott, wir kriegen sie auf die Fresse, Alter. Wenn der Laden überhaupt auf hat heute. Hoch-PC, da muss man wieder einen neuen kaufen. Spenden-Goal. Also ich meine, geht zwar gar nicht, aber fast. Aber wir müssen uns dann nochmal um Leas Hosenknopf kümmern, der ist ab. Und du hast ganz schön große Löcher da auch nicht. Junge, was gibt's ist denn los, Alter? Ich mach das nicht. Okay. Na klar. Gestern wollte ich donaten. Aber heute nicht mehr. Gestern kam's nicht online, also fick dich, Curtis. Oder ist kein Problem. Ich mache auf Klarna Rechnung. Keine Ahnung. Aktuell brauchen wir, glaube ich, keine. Was denn? Ich hätte gerne einen Golfkart oder eine so. Eine Karre.
Ja, kann sich die einer leisten? Ich nicht. Weiß nicht, wie teuer die sind. Was geht da, Baby? Oh, Feuerwehr? Wird die bespielt? Ja, oder sind Leute drin? What damn? Wie rennt die in grün? Das ist die Oma, Mann. Du meinst, wie die läuft, ja? Die fühlt ihren Charakter halt. Ich glaube, die denkt, dass die Miss America ist oder so. Oder Miss San Andreas. Ui. Guck mal, wie der läuft, Junge. Aber das ist auch cool, das ist auch so provokant. Die kriegen auf jeden Fall nur auf die Fresse. Ey, Sis. Ich hab neulich in so einer Zeitschrift gelesen. Ja, meinst du, die Leine da auf? Nix glaube ich, damit ich verfahrt. Ach, da ist noch ein Laden, den habe ich gar nicht gesehen. Der wurde halt auf. Hier können weibliche, oh Gott, weibliche Charakter halt und ne, männliche, glaube ich, geht nicht. Sich neue Wimpern machen lassen und Fingernägel und so ein Shit. Also Charakterindividualisierung wird auf dem Server super groß geschrieben. Ah, hier ist ein Sneakershop. Prolabs. Ich gehe da jetzt rein. Ich wollte nur gucken, was hier abgeht. Und es gibt hier Packstationen. Guck mal. Man kann sich selbst Pakete nach Hause liefern lassen. Ja, habt ihr Glück, der Laden hat auf, ne? Oh, geil. Oi. Scheiße, wurde kein Päckchen für mich hinterlegt, Luis. Hab ich denn was bestellt? Mich auch nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich hab mir noch extra kleine Kondome bestellt, bei die Buba. Die extra small? Ja, ja. Ja, kenn ich. Scheiße, komm, wir gehen auch rein. Vielleicht können wir dich auch irgendwie schick machen. Ja. Ich meine, guck dich an. Warum ist da eine Hunde? Ja, bitch ass. Na, falls jemand seinen Hund mitbringt. Ich setz mich kurz draußen hin. Warum? Ja, keine Ahnung. Du machst das schon. Hi. Jo, dein Bruder quatscht schon wieder irgendwelche Frauen an. Ja, egal. Ich bin ja froh, dass er mal ein bisschen aus sich rauskommt. Ich bin sofort wieder bei dir. Müsst ihr hier einen Termin machen? Ich denk mal schon. Kai? Was ist denn mit Big Ir? Wo ist ein Hängengang? Er wollte irgendwas erledigen, hat er doch gesagt. Ja, Giffy, was geht ab? Ey, was geht ab, Mann? Ich fühl mich nicht. Was machst du? Ich bin gerade mit Mercy. Was ist Mercy? Die Freundin von Ricky. Ah. Frau. Ich bin gerade mit Lea, mit Louis, seine Schwester, mit Big Ös Oma bei diesem Nagelstudio. Nagelstudio, Chinels? Ich glaube schon. Ja, ich komme auch gleich mal vorbei. Okay, bis gleich. Bis gleich. Willst du dich nicht hinsetzen, ja. Omi? Oh, nö. Dann mach Platz, ich will mich hinsetzen. Okay. Danke. Oh, netteste Oma live. Du bist die Beste. Bin mal ehrlich, die haben sich echt Mühe gegeben und da ist kein Wunder, dass sie nur so kleine Stadtteile bespielen, weil das sonst übel die Arbeit ist, die ganze Map so zu machen. Nicht nur das. Es sieht außerdem auch noch tausendmal besser aus, wenn du nur ein Stück der Stadt bespielst bei so vielen Leuten.
Weil er dann immer draußen so aussieht, als wäre richtig viel los auf dem Server. Ist da das? Wie bei GTA Live, da gab es nur eine Tankstelle an der Grove und es sah immer so aus, als wäre voll viel los. Lässt du dir auch die Fingernägel machen, Omi? Ja, ja. Nee, nee, nee. Nicht gut. Ich nehme die alle ab und dann krieg ich Nagelpilze und so ein Scheiß nicht. Nee, das brauche ich nicht. Griffy kommt gleich rum. Mit Wickys Freundin. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Kann man die Maus sehen, ja, ne? Ich glaube so, das hier wird so bespielt ungefähr. Nur der Teil so. Ich kann ja nicht. Hier glaube ich gar nichts und oben sowieso nichts. Kurz. Was guckst du dir denn da unten an, mein Kind? Entschuldigung, ach, junge Frau. Super weich, der Teppich. Was gibt's denn? Wäre das für Sie ein Problem, wenn Sie vielleicht nicht ganz so laut schreien? Ich meine, bei vollem Respekt, ja. Aber oh, ja, natürlich. Ja, sorry. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ja? Meine ich. Ja. Nein, nein, bitte verstehen Sie das nicht falsch. Ja, Sie sind die Beste unserer Gesellschaft. Ja. Meine Sister, ich würde uns gern die Lashes machen. Ja, schönen Abend, ja. Passen Sie auf sich auf. Ja, ebenso. Oma will dann nur am Flirten. Dürfte gleich mitkommen? Ja, komm. Natürlich. Ich bin voll aufgeregt, ich habe das noch nie gemacht. Naja, ihr sollt mitkommen. Glaube ich. Ja? Wer ist jetzt die Sister? Ja, Leia. Oh, ja, Entschuldigung, ich war noch auf eurer Seite. Komm, auf unserer Seite, du kannst auch bei uns ein bisschen, wir haben ein paar Vorlagen und Schablonen und so, die kannst du dir mal angucken. Super. Komm, Oma, wir gehen raus zum Luis. Na klar. Quatsch du schon wieder alle Frauen an, Luis? Oh. Nein. Herzlich mein, Omi. Nicht, dass du gleich umkippst. Nein, ich geh nicht um Omi. Sie. Ja, klar doch. Wilder Hut. Dankeschön, dich. Bitte. Oh Gott, die Oma ist so cool, Alter. Ja. Der Vorrang zu meinem T-Shirt. Ja, das stimmt auch, Da Vinci. Ja. Perfekt abgestimmt. Ja, da achte ich immer drauf, ne? Und du bist sicher, dass du dir nicht die Nägel machen lassen willst, Oma? Nein. Ich muss aber da irgendwie mal gucken, wenn der Barbershop bei uns aufmacht. Ich brauche das in Team Waxing nicht. Was? Was? Oh Gott. Oh Gott. Warte mal, was? Oh Gott. Jo. Das ist wichtig. Oh Gott. Ich glaube, ich habe das falsch verstanden, oder? Hast du gesagt, du brauchst das oder du brauchst es nicht? Ich brauche das. Ein bisschen unwohl. Oh Gott. Oh Gott, diese Bilder in meinem Kopf. Oh Gott. Aber ihr müsst sie ja begleiten, nicht, dass irgendwas passiert. Was soll mir denn passieren, Mensch? Das weiß ich nicht. Das sind schlimme Leute hier. Ja, stimmt. Ja, du glaubst gar nicht, wie schlimm ich bin. Nur. Okay, ich hab nichts gesagt. Bist du denn krass unterwegs, Oma? Du, so ist denn krass nicht. Also ich bin 72 Jahre alt, ne? Und das ist, so alt muss man erstmal werden, nicht? Und du wohnst dein ganzes Leben schon hier in South Dallas? Oder hast du woanders gewohnt? Zwischenzeitlich war ich mal ein bisschen wo unterwegs, ne? Die Welt angeguckt und so. Ja, Woodstock in so einem Chat, ne? Hast du den Pfeifchen geraucht? Das hab ich nicht mitgemacht. Nein. Mit dem OP von Big O, ne? Der ist ja mittlerweile verstorben. Rest in Peace und so. Ja, Rest in Peace, Mann. Mit dem bin ich, ja, auf jeden Fall bin ich mit denen so ein bisschen durch die Welt gereist, ne? Und jetzt bist du wieder zu Hause und kümmerst dich um Miguel. Ja, schon die letzten 10, 15 Jahre, nicht? Ja, da scheint mir aber auch eine harte Hand zu brauchen, ey. Ja, der braucht auf jeden Fall eine harte Hand. Ja. Ja, da kommt doch Griffy. Ja, ich war immer ganz lieb zu dem. Seine Mama war immer sehr, sehr böse zu ihm. Ich hab immer Schlamm hinterher geworfen. Ey, was geht? Ey, Rosane. Hey, Grüße. Oh Gott. Schaust mich doch nicht direkt, du Penner, Alter. Ey, sorry. Wie geht's? Ja, was geht bei dir? Ja, nicht viel. Ich hab ein bisschen verstopfte Nase doch.
Ja, hört man. Hier, krasse Motherfucker werden auch mal krank. Ja, ja. Ist Ricky schon unterwegs? Absolut. Was hast du gesagt? Ob Ricky schon unterwegs ist? Nee, der pennt noch. Ja, komm her, mein... Ja, wie? Achso. Ja, high five, Omi, Mann. Was geht ab? Oh. Gibt's ne Bombe? Oh. Job done. Jetzt will ich auch high five. Das ist von Big Girl, die Oma, Mann. Echt jetzt? Jo. Und Leia ist drin und Helena oder so von Louis, die Schwester. Big Girl, meinst du Fett, Helen, Mann. Meinst du Fett, oh? Kommst du gleich her, ja, ne? Big Öl, Mann. Nicht Fettau. Der Onkel. Ach so. Ja, ich kenn vom noch einen, Onkel. Ich kenn doch einen Fettau. Wer ist ein Fettau, Mann? Ja, das ist... Ey, du sollst Malou anrufen. Ich? Mhm. Ist top secret. Ich hab ihre Nummer nicht. Hä? Ey, wenn du sie anrufst. Ey. Wenn du sie anrufst, sag ihr, irgendwann zieh ich den Ring aus dem Automaten. Vorwahl hast du, ne? Jo. 907? 907? 167. Das klang gut. Oh, okay. So fun. Sag mal da auf dein Pullover. Ist es ein Stift? Oder was? Das ist eine Rakete. Ey, das ist top secret. Dann soll es vielleicht nicht hier stehen. Güffi verrät eh jeden für'n Snickers. Was ist denn das da drüben? Hat da ein Käppiladen aufgemacht oder nee, was? Nee, das ist ein Snickers so. Ja, sowas trage ich nicht. Ich hab orthopädische Schuhe. Jo. Obwohl ich zu Hause tatsächlich. Die Oma ist die beste, Junge. Wenn die das gelernt hat, jetzt zu kochen, dann wird die für die komplette Stadt Kekse machen, Alter. Wie, du hast nur 5 Dollar? Nein, die Schuhe haben 5 Dollar gekostet. Oh. Gib der Big Öl dir kein Geld? Nee. Sollte er? Ja, klar, du bist ein Omi. Ja, aber wenn, dann muss ich ihm ja Taschengeld geben, nicht? Damit er sich ein paar Hot Dogs kaufen kann oder flutsche Finger. Ja, aber das ist ein scheiß Ticker, der hat genug Geld, der Wichser. Wie cool ist das bitte? Er braucht kein Geld. Jetzt zock ich Fortnite und trinke Cola. Ja gut, ne, dann muss ich ihn nachher mal ein bisschen nicht... Ja, mach mal Platz, Oma, ich will mich auch hinsetzen. Oder soll ich mich auf deinen Schoß setzen? Nein, meine Armknie. Was läuft auf Blätter? Keine Ahnung, ich muss gucken, ob Beautiful offen hat, aber die haben nicht auf. Doch, sieh, Schätzchen, du hast ja auch deinen Knopf verloren in der Hose. Oma, du kommst nicht mal mit den Füßen auf den Boden. Ich bin klein. Ich bin heute ein kleines Mäuschen, ne? Ich bin geschrumpft. Früher war ich mal ganz schön groß, ne? Wir passen auf dich auf, keine Sorge. Ja. Ey, Goofy in Sandy ist eine Inselparty. Echt Opening jetzt? Party Triathlon von Infinity. Wo? Ja, wo, Chopper? In Sandy Shores. Wo fährt denn da hin? Ja, kommst du her? Keine Ahnung. Das dauert doch 17 Stunden, bis man da oben ist. Ja, vor allem, wenn wir mit Oma da hochlaufen. Außerdem haben wir gar keine Karre. Falls wir eingeladen wurden. Das ist auf Blätter. Also, es ist öffentlich. Na. Mache Survival-Tour von Mount Chiliad drunter. Ey, das bisschen, war... Bisschen Geocaching. Das wirst du in deinem Leben nicht vergessen, dass wir das gemacht haben. Survival. Wir sind, Ma'am, wollen Sie vielleicht was trinken? Ey, danke schön für die Prime Sub im dritten. Oder H-Lied. Und Emo aus 6-7, danke schön für die Wii Sub im neunten. Und Dex, danke schön für die Wii Sub im sechsten. Das passiert aber und Conan, Bruder, danke für die Wii Sub im 31. Ich auf die Schulter. 360, danke schön für den Prime Sub im 38. Bitte? Bring dir doch mal einen Kaffee. Und Taze, danke für den Prime 12 in einem Jahr. Ich könnte wirklich was zu trinken gebrauchen, ey. Was habt ihr? Oh, okay. Jo, der Kühlschrank ist voll. Nicht voll. Okay. Jo, Giffy, bring mir was mit. Wasser? Ja, ich nehme einfach Wasser. Okay. Jo, kann ich auch was haben? Yes, und das Sprank. Fuck, jo, danke. Kein Problem. Oh,
Oh, ich sehe gerade, ich habe in meinem Backpack habe ich nur 2 Flaschen Wasser, aber scheiß drauf. Keine Ahnung, Bodo, weiß ich nicht. Ah, ich wollte noch was machen, ne? Wie geht's euch? Oh, scheiße, jetzt bin ich wieder wach. Was hab ich verpasst? Ah, ich fand das Logo, das ist sick, Alter. Also können wir das auch hier direkt einbauen. Boah, da wurden die Augen aber ganz groß auf einmal. Ja. Wie geht's euch, Freunde? Ja, ganz gut. Und dir? Verpixelt dazu? Was hast du getrieben? Ist das verpixelt oben links in der Ecke, Chat? Ah. Soll ich das skalieren? Ja, hat sie ja gesagt. Oh Mann, ey. Hey, was geht ab, Chopper? Grüße. Hey, hey. Was geht ab, Mann? Ja, Chopper, das sind meine Freunde. Freunde, das ist Chopper. Hallo, Chopper. Ich bin Luis. Hallo, Chopper. Ich bin die Mörde. Und das hier ist Curtis. Was geht denn bei dir, Goofy? Bin nicht viel. Ich bin krank. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Man hört's. Höre ich mich noch männlich an? Nee. Schade. Sogar männlicher. Lass dir mal von oben ins Zitronentee machen. Wie geht's, Chopper? Hab ich schon gehört. Schlecht, Mensch, geht's immer gut. Du bist ein beschäftigt in der Bude, ha? Wo ist Rakim? Bro, der war erst draußen. Wir waren im Tattoo-Store, aber... Ja, keine Ahnung, ist wieder in der Bude gegangen. Man kennt ihn. Voller Wichser. Aber wo ist denn der Onkel jetzt hin? Na, Lady, weiß ich nicht. Stimmt, wieder pumpen. Oh, bleib mein scheiß Kaffee! Den hast du noch nicht mal bestellt, weil du geschlafen hast. Stimmt, du hast gar keinen Kaffee bestellt, Oma. Warum macht ihr mich denn nicht wach, Mensch? Ich dachte... Jo, Güffi, ich brauch Cash, Mann. Besorg mir meinen Job. Einen Job willst du? Hey. Geh mir hin. Hausmeister irgendwo oder so. Hausmeister? Hab ich auch schon versucht. Bisschen fegen... Ich kann doch alles reparieren. Bei mir leben 3 andere Leute und ich muss die Miete alleine zahlen. Nein, oh, ich muss kurz aufs Klo. Wann hast du mir das letzte Mal Geld gegeben, Luis? Noch gar nicht. Ja, siehst du? Aber ich gebe dir doch dann Geld. Ja, wann? Dann. Ja, wann? Gleich. Scheiß Miete frisst mich auf. Wie ist denn deine Kontonummer? Warte mal, gibt's hier eine Bank? Bro, hier ist ein ATM direkt vor uns. Bro, du kannst auf der App gucken, deine Kontonummer. Scheiße. Guck einfach auf deine App. Ja, aber du kannst ja nicht online überweisen, oder? Ich hab keine Ahnung. Ne, ich glaube, das geht nicht. Ich bin so broke, Bro. Doch, du kannst online überweisen. Ach jo, auf Senden. Ja, Luis, mach Western Union. Ja, wie ist deine Kontonummer? 800? Hast du? Ja. 55? Ja. 966. Mach mal so... $2,000. Klar. Hey, klingt auf jeden Fall fair. Ja, aber gib mir 100. Für die nächste Woche. Ich glaube, wenn du ins Minus gehst und die Miete nicht mehr zahlen kannst, wirst du rausgeschmissen. Was? 1000. Ja, check, hey, ne? Hey, wir haben keinen Kaffee mehr. Oh, Bro, du aber hast... Aber ich hab Gebäck. Warte mal, ist das auch für deine Schwester, Luis? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt einfach 1000 gegeben. Ja, dann ist es mit für meine Schwester. Okay. Hallo? Ja, Entschuldigung. Ja. Ja? So, oh, scheiße, die ist am Telefon. Ich dachte, die redet mit uns. Ey, kannst du vielleicht Wasser mitbringen? Oh, perfekt. Top. Bis gleich. Hey, Giffy.
Ja, für wen sind die Donuts? Ja, danke. Für euch. Oh, fresh. Also für danke. Ich glaube für uns. Ich habe mich schon Cupcake genommen. Oh, ne, ich will so eine komische Schnecke hier. Hm. Die fällt mir fast aus der Hand, guck mal. Dann halt die doch richtig. Jo, Bro. Lass sie nicht fallen. Mach ich nicht. Danke. Gerne. Hilfe. Nichts machen. Wo ist Leia, Curtis? Na, die ist drin mit Louis, seiner Schwester. Ach so. Lassen sich, weiß nicht, Fingernägel oder so machen. Und 100%ig muss ich den Scheiß zahlen. Klar, wer sonst? Hey, Giffy, bist du jetzt einmal voll tätowiert, oder? Nö, nicht wirklich. Und du? Auch nicht, Mann. Ich hab Brustwarze angefangen. Jo, Leas Freundin arbeitet im Tattoo-Studio, ne? Echt jetzt? Jo, Dori. Ruhe, Katze. Dieser Fisch. Nervt nicht. Den guten Preis? Ruhe. Boah, nervt die, Alter. Hey, Mercy. Hey, Giffy. Ja? Hm? Hast du mal wieder was von Tibby gehört? Naja, das. Ja. In. Warte. Hello? Agira! Was geht? Was geht ab? Was geht ab? Ich. Grüße. Wir sind bei China jetzt. Komm her. Okay. Aber wir sind mit Auto, soll Giffy dich ab. Oh. Das ist Ricky. Hey, du schwingst ihn noch so runter, ne? Was ist denn das? Schlüssel. Hast du seit Tagen nichts mehr gegessen oder warum schluckst du denn so runter? Natürlich. Ja, Mann, du schlingst ihn so runter, den Bitte Donut. Schön. Ja, ich hab voll Hunger, wenn du mich meinst. Ja, meine ich auch. Ich leck da erst dran rum, bis der weich ist, weißt du? Ist besser für die Zähne. Ja. Ja, widerlich, ey. Das hab ich von der Omi gelernt. Ja, ich dipp den auch immer gerne in mein Wasser rein, ey. Ja, aber nicht von deinem Wasser, wo die Zähne reinkommen, oder? Tschüss. Hey, das ist ja eklig. Bye. Alter, wo ist denn Giffy jetzt schon wieder hin? Ich krieg überhaupt nichts mit. Ach, der holt Wiki ab. Stopfenstrudel, hallo, guten Abend. Oh Gott. Das schmeckt ja gut, ey. Ja, schmeckt der gut? Ja. Besser als das, was wir zu Hause haben? Natürlich nicht, nein. Du machst mir ein bisschen Angst, Luis. Ich? Jo, du siehst irgendwie aus wie ein Serienmörder. Nein, Quatsch. Nein. Da ist ein süßes Hundefoto auf dem Internet da. Im Blitter? Joa. Wie schreibe ich denn da? Och, ja, och, hey, wie soll ich denn jetzt hier machen? Boah, da sind nur Models unterwegs. Ja. Hab nur nicht einen Hässling gesehen auf Blitter. Da stehe ich hier richtig raus. Angela, dauert schon wieder 5 Jahre, bis die da fertig sind. Ich geh mal kurz rein, ich guck mal. Ja. Stimmt, ich würde mir das sowieso angucken. Ja. Bist du schon fertig? Nee, ich krieg auch noch Nägel. Ach so, jetzt warten wir gar nicht dran. Nee, wir haben Lashes machen lassen. Ja, wie? Ja, jetzt. Ja, die haben uns die Lashes gemacht und jetzt machen wir Nägel. Ja, Unke, was geht ab? Ja, was geht ab, Mann?
Wir sind hier, boah, mit allem, yo. Hör mir zu, Mann, wo bist du? Ja, wollte ich dir gerade sagen, aber du hast mich unterbrochen, Bill Jazz. Ach so, jetzt. Wir sind die direkt um Anker in der Corner bei diesem komischen Nagelstudio. Soll ich dich abholen mit dem Fahrrad? Ja, du kannst gerne mal vorbeikommen hier. Wo bist du? Mit einem Project. Was machst du denn da? Ich hab hier Kollegen, Mann, weißt du? Ich hab hier Freunde. Komm früher, verdammte Scheiße! Soll ich da hinkommen, aber wo genau da? Da ist ein Cavalcade. Siehst du sofort. Und du sagst, da wurden Freunde von dir. Wie? Die zieh mich nicht ab oder so ein Shit, ne? Komm vorbei, Mann! Ja. Ich hab ne Knarre! Ich komm's gleich. Ich geb meinen Onkel ab, hol's gleich. Ja, bis gleich. Ey, Junge, Alter. Was ist gesagt, Make Out Hill? Katze! Was ist denn mit dir? Nerv nicht! Du hast überhaupt nichts. Gut dir. Ja, Bro, er schickt mich in die Projects, Alter. Alles voller Cops. Scheiß drauf. Nee, die will mich ärgern, das ist das Problem. Was hat der gesagt? Cavalcade, ne? Fuck. Ach, da war der. Oh, hier steht überhaupt kein Cavalcade, du Penner. Was ist das denn hier vor mir? Ja, ein Cavalcade. Oh, komm mit. Oh, darf ich dir vorstellen? Ja, was geht ab? Cyrus, Well, Bobby. Ich muss sagen. Cyrus, Well, das ist Curtis, Mann. Was geht? Deine Oma sitzt ganz alleine da, ne? Wo ist sie? Nach dem Nagelstudio. Die guckt du sich auf Bleeder irgendwelche Hunde-Dings an. Was? Ja, meine Granny ist auch da. Yo. Oma Turtle. Kannst du mir die mal vorstellen? Ich bin mit der. Komm. Zum Nagelstudio? Ja, komm. Wollen wir den Cavalcade nehmen? Ja, das Cavalcade nehmen. Ich bin mit Bike. Die Cops stehen an der Corner, ne? Hä? Die Cops sind da hinten. Ja, hier wurde geballert. Ach so. Ja, kommt ihr zum Nagelstudio? Yes. Ach, du fährst Bike, okay. Oh, was geht hier ab, Alter? Schick mich nie wieder hier rein! Räum ihn an! Danke, meinst du, die kennen Abbot hier? Abbot. Die haben alle Klamotten selbst texturiert, ja, auf die Lore von GTA selber. Also hier gibt's kein Nike oder so, hier gibt's halt dann Prolabs und so ein Shit, ne? Also alles von der Geschichte von GTA selber. Oh Gott, was ist hier los, Junge? Hier gibt's keine Echtmarken oder so. Guck, auch auf meiner Cap hinten steht LS drauf, anstatt LA. Und da kann mir keiner erzählen, Alter, dass das nicht gut ist, die Stadt einfach aufzuteilen und nur eine Stelle der Stadt zu spielen. Oder eine Hälfte, Alter. Oder du siehst hier überall Karren rumfahren, überall laufen die Menschen. Überall stehen die in ihrem Block rum und so ein Shit, Alter. Das ist so geil. Diese Immersion. Yo, what up? Hello.
noch was von dir lernen. Wie siehst du das aus? Ich bin ganz ehrlich. Ich muss sagen, Ricky, du Wechsler. Was gekürt ist, Mann? Geht was nicht. Alles gut? Die. Okay, so muss das. Ui. Ich hab alles von dir. Schwäche am Fall, Leute. Was ist denn Frau? Ey, was geht denn? Alles klar. Ich bin beim Skinate, verdammte Scheiße. Was hat er da an? Bro, keine Ahnung. Egal, lass den sein Ding durchziehen. Es ist ein Onesie. Der ist übel auf Testo, der schreit die ganze Zeit nur rum. Auf Testo-Kur? Nee. Eine ist nicht schlimm, eine geht. Frag mal einen Chopper. Omi, Leute wollen dich kennenlernen. Oder irgendwelche Freunde von Big Earl. Was? Okay. Alles Natur bei dir oder bist du, hast du dir eine Kur gegönnt? Nee, alles Natur. Alles Natur? Yeah. Bei mir ist auch alles Natur. Bro, ich war Footballer, Mann, was soll ich sagen? Aber ja, ich war auch mal im Football-Team, ich durfte nur Wasser holen. Wer ist das denn? Wer ist das mit dem anderen Baller? Das sind irgendwelche Kumpels vom Big Earl. Das ist ein Ding. Oh, warte mal. Die kommen aus Dings, Project. Das ist aber so ein lame-ass Baller, Mann. Das ist so ein Scheiß-Baller. Für arme Leute-Baller. Die geh ich fronten. Hey, Goofy. Ja? Chopper, where's my money, man? Where's my money, bro? Bro, ich Miete war knapp. Hast du noch Zeug? Killer, du Wichser, wo bist du, du Heulsuse, Alter? Da komm ich endlich mal auf Storyline, Junge, und du quittest schon wieder. Ey, wir müssen so ein Palm-Pokémon jumpen. Wieso? Güppel, du weißt, dass du mir die Jacke mal leihen musst, ne? Bro, kennst du diesen Tiny? Der war letztens frech im Tattoo-Laden, hat er was über meine Mom gesagt und ich bin hier jumpen. Ein richtiger Wichser, Daniel, ich schwör. Geh mal hin, wo ist der? Mach wer? Außerdem, ey, Güppel, hast du mir die Jacke mal? Mit der Eiden, wo ich auch gemacht hatte, weißt du? Ja, Oma, da wollen ich welche kennenlernen. Hey, was geht? Hey, Goofy, was geht? Cyrus, wie geht's? Yo, what's up? Gut, und dir? Auch gut, ja. Yo, hey, was läuft, Goofy? Hey, was geht? Hey, wie geht's? Hey, was läuft, Goofy? Das ist Rahim. Rahim. Rahim, doch, aber ich bin krank. Ja, was geht ab? Yo, ich schiebe dir. Gut ist. Yo, Grandma, das ist Titan. Du kannst mich ruhig wechseln. Dafür hast du Meter gemacht. Ich will mich kennenlernen. Hier, die Schnecke, Mann. Alter, die Schnecke. Hallo. Du siehst die erste Lady, die ich sehe mit Daumen. Ey, ja, da liegt doch was knapp, Mann. Der Typ, Junge. Ach so, Granny, guck mal, was auf meinem T-Shirt steht. Wer ist JK, Bruder? Kenn ich nicht? Ach, da, oh Gott, weißt du, wer das hier ist? Das ist Val. Hier so durch. Das ist Val, das ist die Polizeichefin von Sektor. Wie, ja, spielt die nicht mehr da? Natürlich, das kannst du ja wohl nicht. Was denn ist mein Homeboy? Das kann sein. Ja, Re7 spielt die auch. Ich weiß aber nicht, ob der hier gerade steht. Grüße geht. Oder ich kenne so viele, Alter. So. Warum lachst du jetzt so? Nix, das ist aber nett. Ja, was hast du gegen die Omi, Mann? Dass du das bedruckt hast, nicht? Ja, oder? Ja. Der ist eine Berühmtheit. Was geht ab, Welt? Ja, was geht ab? Warte mal, wie heißt du? Welt. Guck mal drin. God dang. Ja, ich muss kurz los. Oh Gott, die heißt hier Val, Alter. Ja, Cyrus ist auch da, der steht da vorne. Wie siehst du denn aus? Junge, komm wieder ran. What would you do for that money? What would you do for that fame? Wagwan, I'm a real Rastafari. Ey, kann ich hier arbeiten? Ja, bless. Ja, Goofy, du musst mir einen Job besorgen. Ein Job? Mhm. Ich hab ja einen Job für dich, aber das ist nichts Offizielles. Du kannst ein bisschen... Nein, ich brauche irgendwas Legales, Mann. Ach so. Warte mal, die suchen hier noch einen Masseur. Ja, ich nein, Mann, ich kann nicht massieren, Bro. Kannst du Haare fegen? So, fegen, kannst du fegen? Jeder Mensch kann fegen, Alter. Und Birnen auswechseln, ich weiß nicht, vielleicht kann meine Frau da was drüber. Ich hab vorhin schon gesagt, so gefegen wie so Hausmeister-Chill oder so. Oder siehst du dich auch hinter einer Fritteuse? Na, bist du irre? Blucki Blucki, Mann, bisschen Burger. Nein, ich kann nicht kochen. Was geht ab, Leia? Ich wollte beim Friseur anfangen. Ja. Die sagen so, Liste ist so voll. Auf einmal Friseur? Einen Tag später. Nee, beim. Schau mich an. Was hab ich gesagt? Friseur? Beim Tattoo. Jo. Schau mich an, Mann. Was? Jo, wow. Warte mal, du hast Lashes machen lassen? Jo. Und Fingernägel. Jo, sieht fresh aus. Hey, wie teuer war der? Hey, ist sie von Scooby-Doo da? Macht die Cosplay oder was? Wer? Mit Trinkgeld. Ja, hinter dir. Wer ist von Scooby-Doo? Links. Ja, links. So. Ich weiß nicht. Von Scooby-Doo ist ein Cosplay da. Ach so, die Helena. Das ist Louis, ja, seine Schwester. Wer war Louis? Na, der Priester, der draußen sitzt. Der Blonde.
Priester? Ja, das ist ein Priester. Kein Scheiß. Es ist Frühling, sie macht Colorblocking. Und kurz mal bei Ricky. Gleich wieder da. Aber sieht auf jeden Fall fresh aus. Zum Glück musste ich nicht zahlen. Noch nicht. Na klar wollte ich mit dir spielen, aber kein Scheiß, Junge. Komm ran, Alter, unter die Fresse. Und hör auf immer rumzuholen, ihr dreckigen Gängelbeeren. Komm und zock, Junge. Louis hat Miete vorbezahlt, ne? Okay. Für sich und seine Schwester. Weil sonst haben wir gar keine Kohle mehr. Ja, wie? Ja, wir sind broke as fuck. Pleite? Noch nicht. Aber wenn du so weitermachst, auf jeden Fall. Ja, ich suche mir einen reichen Sugar Daddy oder so. Yo, shut the fuck up. Du bleibst broke. Genau wie ich. Aber ich suche mir schon einen Job. Ich wollte den Alan Harper machen bei einer Freundin wohnen. Aber hat nicht so geklappt, ist ausgezogen. Ey, gehen wir heute Techno-Party in Sandy Shores? Oh, mir scheißegal, wo wir hingehen. Ich habe schon gehört von. Ja, Mann, ich bin dabei. Das ist irgend so eine Party. Ja, aber wir haben keine Whip oder so, ne? Wir haben nur BMX. Ah, das ist gar kein Problem. Because wenn wir uns mitnehmen. Money, aber wir haben die Oma im Schlepptau, ne? Das, wir nehmen die alle mit, Mann. Die kommen in den Kofferraum. Du bist ja was pumpen, Mann. Okay. Die Römer kommen auch mit. Die Leute Mörtel. Turtle, Mann. Oma Turtle. Ist das Turtle? Ja, das weiß nicht. Ich hab Turtle verstanden. Myrtle, wie das von Maurer, Mann. Ich hab Myrtle verstanden. Ich hab Turtle verstanden. Ja, sie heißt Myrtle, aber wir nennen sie immer Turtle. Wie gefällt gesagt, die heißt Myrtle. Ja, aber wir nennen die Turtle. Okay, cool. Okay, weil cool, die mal den Buckel macht. Mach mal ein paar Kekse machen. Ein paar Schokochip-Cookies. Ja, aber ich glaube, die wird backen, aber der Big Ö geht nicht einkaufen für die. Was mache ich für die? Weil ich bin. Ey, komm mit Ruby wieder. Komm, Bruder, komm. Enkel, weißt du? Let's go, Alter. Ich hab nur ein bisschen Angst, dass so wenn geworden, der ein oder andere The Bowie-Spieler hier eine Knarre bekommt, Alter. Gut, also ich glaube, die können sich nicht zurückhalten, wenn es Stress gibt. Was heißt das? Fuck. Das sieht aus, als ob die nichts drunter trägt. Ah, jetzt schon. Ja. Hupen raus. Das gibt übrigens gut Lags auf Meter. Ich darf da nicht hingucken, Bro. Im Pantoffel halt. Gefallen dir deine Nägel? Ja, voll. Schick. Was hast du gewählt? Was ist das? Nägel. Achso. Ich weiß nicht, was French Nails oder so. Keine Ahnung, ich hab auch keine Ahnung. Eileen, weiß ich schon. Ich hab nicht. Echt so, hey, die sehen schön aus. Steht ich nehm die. Passt zum Outfit. Danke. Ricky, der Modeberater, hat Ahnung. Willkommen, Sir. Der geht's jetzt die Nägel machen, Mann. Der lässt sich Dings bleachen. Zähne. Die Kühe kriegst du jetzt. Wie nennt man das doch? Pediküre-Füße, ne? Ich hab doch keine Ahnung. Keine Ahnung, Bro. Warte mal, Pediküre war. Nee, Maniküre ist, ne? Hände und Pedi ist Füße. Schönen Abend noch, Sir. Meine Hände riechen nach Kokos. Wird er da auf Zehner gepilzt oder so? Keine Ahnung. Hab ich nicht auf Bleeter irgendwas gesehen mit OnlyFeed oder so ein Shit? Ja, gibt es auch. Oh, vielleicht können wir damit Cash machen. Kannst du gut Asche mitmachen. Abonniert mein Ultra-Fans. Gut. Oder du brauchst ja auch gar nicht spoilern, auf welchem Server du spielst. Bestimmt auf irgendeine 5M-Bude, Alter. Please don't. Hier ist was los. Don't do that. Ja, Full House hat der Barber auf? Ach stimmt, die Grandma, die Oma. Ja? Die wollte irgendwas, keine Ahnung. Also, die hat gewartet, bis der Barber aufhat. Okay. Fahr mal nach. Ach, ja, irgendwas mit Waxing oder so ein Shit. Jo, no cap, Bro. Grüße. Das sieht ein bisschen aus wie Eminem. Bro, das ist Louis, der Priester. Er ist der Beste, wirklich. Louis, geht's dir gut? Klar. Bisschen unbequem am Rücken, die keine Lehne hier, aber... Ist das, okay? Ist unsere Colleen-Connection. Louis, gehen wir später wieder zum MD? Bisschen shoppen? Klar. Heute? Na, vielleicht heute Abend wieder. Ja, okay. Was lässt du dir ja machen, Helen? Ja, guck mal, Güffi ist Mann geworden. Ja,
Geburtstag, Mann. Komm mal wieder, lass mich doch nicht verarschen. Von wem? Von dir, als ob der Mann will. Ja, guck mal, guck mal. Oh, der tauscht Nummern. Safe. Oh. Crazy. Oh, Giffy, einfach Mann geboren, guck mal. Der macht manchmal so ein Duckface. Er benutzt auch Labello und so. Ich hab ihn SMS. Safe. Ja, sollen wir auf die Party hin? Sollen wir da hin? Ja, klar. Das ist aber irgendwo ein Sandyschuss oben im Norden, ne? Ja, die nehmen uns doch mit, oder? Okay. Oder? Ja, Ricky meinte, nimmt uns mit. Ja. Kofferraum. Ich hab mal eine Frage an Sie. Ja, schau dir los an. Okay. Das sieht aus wie ein 12-Jähriger. Ja. Denken Sie, ist zu privat, wenn ich die Leute frage, ob die geusch sind? Oder wie die schon geusch sein stehen? Ja? Wie sieht's bei Ihnen aus? Sie hatten nichts zum geusch sein? Ja? Sollen wir rausgehen? Ja, also mindestens, zumindest bis zur Ehe nicht, ja? Naja. Scheiße. Dann kommen sie an die Hölle. Naja. Oh, mehr klar. Okay, das wird mir zu viel. Ja, das wird mir auch zu viel mit Louis hier. Von den Preisen her kann ich Ihnen gern sagen. Ja, das ist egal. Hast du Lautsprecher an? Ah, okay. Ja. Also, was? Also Kotz kostet pro Stunde $40. Oder du kannst hier Lautsprecher am Handy anmachen. Wie? Ja. 479. Du kannst Lautsprecher anmachen? Ja, Mann. Ricky Dopka. So schnell mal. Einfach anrufen. Ja, Mann, hallo. Hey, Cyrus. Was läuft? Ja? Ich unter Bobby Lautsprechern. Bobby. Warte jetzt nochmal, ob ich dich verstanden habe. Wusste ich nicht, habe ich noch nie gesehen, so ein Feature. Ey, so schön, alle zusammen hier, Mann. Ja, warte doch, was los ist. Was hat sie gesagt? Mama! Ja. Wann geht denn die Party hey, Curtis, wie hattest du gerade Lautsprecher an, Alter? Ja, klar. Wohin? Bisschen über. Ich hab dir, also du könntest zwei Jobs machen. Was denn? Warte mal, du hast mir einen Job besorgt? Ja. Schwör? Ja, also entweder... Oh, Giffy, my man, bro. Also entweder, denn? Wenn du willst und ein bisschen Haare schneiden kannst, kannst du beim Friseur fegen und Haare auf schneiden. Gar keinen Fall. Oder du machst Hausmeister im Unicorn. Wie cool ist das bitte? Also putzen. Jo. Was muss denn da so gemacht werden? Na, einfach wenn geschlossen ist außerhalb der Öffnungszeit. Ja, aber nicht, dass die wollen, dass ich tanze, ne? Nein, das nicht. Ich sauber machen. Du kennst meine Zeit, ich schmier mich nicht nochmal mit Babyöl an. Bro. Nein, du musst ja nicht über den Dings, über den Steg rüberrutschen. Also nur so. Nee, wenn Glühbirnen reparieren. Genau, fegen, sauber machen, wischen. Was verdiene ich da? Das weiß ich nicht. Ich schätze mal $100 die Stunde oder so. $80 die Stunde. Oh, klingt gut, ne? Jo. Jo, mach ich. Machen. Ja, okay, sag ich Bescheid, dann mal, Luke. Aber wie sind dann die Arbeitszeiten? Kannst du dir einteilen, wie du willst, denke ich mal. Hi. Hauptsache, es ist sauber alles, ne? Was geht ab? Was geht ab? Ich könnte als Hausmeister im Unicorn arbeiten. Wir wollen jetzt kurz, wollt ihr mitkommen? Ricky meinte irgendwie ein Sandyschuss oben im Norden, ist eine Party so, oder? Ja, das ist eine Party, wir wollten kurz mieten, oder haben wir überlegt, ob wir vielleicht mit der kurz zur Party fahren. Ja, Bro, wir haben nicht so viel Cash dafür, ne? Ja, wir bezahlen alles gut. Also mit Quads? Also Malu bezahlt. Ihr wollt mit Quads so den Highway hoch und so? Ja, klar. Mir egal. Was soll dabei? Jo. Abbaus! Kurz Restart, Pommes von Alt-V, wie ich vorhin schon angekündigt hatte. Guck mal, battle der nach VIP, aber haut nicht mal Sub rein, du dreckiger. Du Peach, Alter, du Eistee, Junge. Alt-V-Update, Giffy. Wurde aber angekündigt. Wie cool ist und danke für den Resub mit Prime 42. Und Helly Tan, danke für den Prime 21. Merci. Killer, hör auf hier rein zu chatten, reaktiviere Account und komm, Junge.
Laber mich nicht voll immer mit deinem Ich weiß doch wo YBN. Kannst du auch warten, indem du hier spielst. Hänger, Alter. Komm, wir wiggeln wieder, wie aus Sektor, Junge. Brauch eh einen Mentor. Ich schwör, ne, Daniel Killer, wir sind allererste Mal auf Dings Storyline am Spielen. Vor 4 Tagen. Wir sind 2 Minuten drinne, wir kommen aus der Bude raus, quatschen uns so 2 14-jährige Charakter an, Alter, und machen voll die Welle. Junge, ich hätte schon wieder Blutdruck auf 400. Ich hab mich schon wieder gesehen, wie ich von rechts pushe, Alter, und den ganzen Block zerschieß. Aber ich hab mich beruhigt. Ich hatte eh keine Knarre. Aber Onkel spielt 4 Tage hier und hat schon eine. Keine Ahnung, woher. Und das ist der Schlimmste von allen. Du hast doch Young Thug als Mentor. Der zockt hier nicht. Ich presse dann die anderen, okay, auf Englisch. Ja, mach mal. Wie auf Sektor, Junge. Und kein Aim. Ja, doch, das schaffe ich noch. Und hallo, Oma. Und du dann immer von hinten, ja, Digga. Ich digga nicht rum, Junge. Hallo, Sneaky. Jetzt ist die Frage, wann gibt es irgendwie so eine Ankündigung im Discord, wenn der Server wieder erreichbar ist? Oder checken wir einfach Discord, wenn die Leute einloggen. Geht das hier? Ich glaube schon. Oma ist auch mal da. Na, ich guck mal. Alter, wie sieht so gut aus? Warum? Was wird da gemacht, Jason? Hau raus. Die Leaks? Mit der Launcher verändert, oder was? Was für Alt-Wie habt ihr? Ne, hab ich nicht, Bruder. Ich hab keine Ahnung von Alt-Wie. Ich starte einfach mal. Der lädt halt ja wahrscheinlich automatisch runter, oder? Ah, ja, macht der. Dankeschön, Alvarez. Das ist der erste Server, auf dem ich spiele, der Alt-Wie benutzt, Junge. Und ich muss unbedingt GTA neu installieren. Ich habe so viele Müllmods noch drauf. Wegen Rage MP. Eigentlich brauche ich nur LA Roads und... Oh, wie ist die an? Diese Straßenlichter will ich auch haben, dass alle weiß sind, Alter. Die sind auch sexy as fuck. Was geht ab, Hatto? Hatto, ich sag dir Bescheid, wenn ich das Spiel kaufe. Ich habe das noch nicht geholt, dieses Smollett, ne? Dann können wir gerne zocken, wenn du willst, Bro. Naja, NVI zieht zu viel Dings mit Stream. Weil ich laufe mit OBS auf so einem Slow Preset. Da zieht super viel CPU-Leistung. Obwohl gerade, ne, ich bin gerade nicht auf Slow. Ich bin gerade auf Dings wegen Star Wars. Muss ich auch wieder umstellen, hab ich vergessen. Mach dir da keinen Stress, mal hier auch nicht, Junge. Was, Performance-Modus drin? Ne, wo? Kann man das einstellen? Oder ich hab keine Ahnung von NVI. Sag wie das. OBS, Junge. Und Radish TV, Dankeschön für den Rape. Was geht? Wo macht man das, Killer? Wo, Junge, wo? Mui Meister. Oh. Kuba, danke für den Wizard am 57. Ja. Spuckst du mich an, weil ich nicht auf Live TV gekommen bin? Rechtsklick, warte. Rechtsklick auf Vorschau? Wo vor? Oder wo rechtsklick, Junge? Du Hässling. Go stupid, Go crazy. Und Seko, danke schön für den 420 Donation. Warte mal, bei OBS oder was? Streambild. Bei OBS. Vorschau. Oder ich habe OBS noch gar nicht geupdatet, wenn ich ehrlich bin, Alter. Ist das erst im letzten Update gekommen? Dankeschön, Teko. Wird investiert in Dings. Nagelknipser. Das Bruder, was weiß ich, was ich habe? Ich stream seit 6 Jahren, ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur OBS. 28.1.2er Version. Scheiß drauf, Digga. Nee, ich hab das nicht. Junge, wer benutzt denn Streamlabs OBS? Kannst ja deine Daten direkt auf Twitter schreiben und verkaufen für 2 Cent. Oh boy,
Der dreibeinige Bandit, Dankeschön für die Wies am vierten. Grüße zurück, Mann. Das ist Kompi, Alter. Ich hab mir mein OBS selbst zusammengebaut mit Chat und so. Mit so Plugins. Alles runtergeladen, überall auf live geklickt und dann gucken, was passiert. Ja, eben. Einfach ins kalte Wasser springen. So, ich glaube, funktioniert wieder. Wir checken aus. Aber sieht gut aus. Ich hab seit 3 Monaten keine OBS-Dings gemacht, Update. Weil never change a running system. Und Kaya, danke für den Prime vom 20. Boah. Ich dachte, bei Altwiege wird so ein Modus. Hier gibt's auch Einstellungen. Ach, scheiß drauf. Das machen wir aus, das sieht auch immer ein bisschen Internet. Jo, ist neu. Caleb ist neu. Kam gerade Update und Storyline direkt am Start mit Update, Alter. Das ging fix, Junge. Geh mal auf was? Da siehst du einen alten Freund in der Liste. Nö, mach ich nicht. Und was für einen alten Freund, Bruder? Kennst du der Heimatstadt Pommes? Bist abgehoben, hast du mir penig Hallo gesagt. Bruder, ich hab doch keine Ahnung, wer du bist da, Junge. Kommt der mir OOC, du bist abgehoben. Ich komm gleich zum Delta gefahren, Junge. Kannst du meine. Ich weiß, dass du nur Spaß machst. Na, bist du auf Dach hier? Heute das erste Mal irgendwie. Kai, und bist du zufrieden mit deinen Nails? Ja, voll. Oh, du hast jetzt echt krasse Wimpern, ne? Ja, findest du? Jo, wie oft müssen die erneuert werden? Immer. Entschuldigung. Das war eine ernst gemeinte Frage. Ja, ich glaube alle 2-3 Wochen. Das geht ja noch. Ja. Und das erste Mal Nägel machen ist auch am teuersten. Kann ich so ein Dings von uns machen und jedem im Internet erzählen, dass du meine Freundin bist? Wie, warum? Ja, so ein Dings halt. Social Media und so. Mann, das ist voll peinlich. Kannst du, warum? Ich weiß nicht. Soll ich hier so stehen? Ja, kommst du ein bisschen näher? Näher? Ja. Ist. Was sagt man denn, wenn man so live-Dings ist? Auf Bleeter? Wenn man so eine Story posten will, was sagt man dann? Ja, was du halt zu sagen hast, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von dem Shit, Mann. Du sagst einfach, was dir so in den Kopf kommt. Typischer Gedankendurchfall irgendwie. Einfach rauslassen. Aber mir fällt nichts ein. Ja, dann schreib halt einfach nicht. Irgendwas stimmt in meinen Augen nicht. Ach scheiße, aber ich bin für sowas nicht geschaffen. Gute Nacht, Killer. Tut mir leid für dich. Warum machst du den Chat nicht? Ja, wie? Ich bin auch nicht so gut darin. Jo, tut mir leid für dich. Ja, schon gut. Komm klar. Kai. Also, Griffy hat mir einen Job besorgt im Unicorn. Ich könnte da Hausmeister-Sachen machen. Soll ich das machen? Okay. Ja, klar, warum nicht? Dann kommt ein bisschen Geld in die Kasse. Wobei du nicht der Sauberste von allen bist, irgendwie. Ich push. Ja, Oma, wo hast du denn den Turban her? Kann jemand von euch Quad fahren? Ja, klar, voll. Ich mit Quad eine Szene schossen auf diese komische Party. Ich bin Profi darin. Ja, Bro, fahren wir mit allem Mann so in so einer Dings, oder? Wir haben 6 Quads. Das sind 12 Mann. Gott, was ist das für eine Party? Ich hab keine Ahnung. Was ist das Eintritt? Weiß ich nicht. Also die machen wohl irgendwie so ein Party-Wochenende. Morgen geht da wohl auch was. Okay. Omi, was also hast du mit deinem... Wo ist dein Hut hin? Warum lächelst du so?
lass mich doch glücklich sein. Wusste mal, Lu, ich musste gleich fahren. Mein Hütchen ist weggeflogen. Ich bin hingefallen. Ich hab Aui am Knie. Warum? Weiß ich nicht. Bin oh mein Gott, wie konnte das denn passieren? Na, sollen wir zum MD rüber? Das Krankenhaus ist direkt vorne. Jo, vielleicht gibt's ein Pflaster für mich. Ja, ja. Sollen wir mit dir gehen oder willst du auf Bingo warten? Bingo, wo ist der denn? Ja, oder wir rufen RTW, dann kommen die rüber. Ja, ja klar, warum nicht? Ist eine scheiß Nummer, 011, ne, Goofy? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Ich ruf mal an, ich sag, hier ist eine Oma verletzt. Aber wie gesagt, ne, ich klär das ab, Curtis, dann wegen Unicorn. Der Notruf des LSPD, wo ist Ihr Notfallort? Hallo, ich bin hier bei, wie heißt der Laden? Bei SheNails, hier ist eine Oma, die ist verletzt. Eine Oma bei SheNails, alles ja, genau. Klar, wir schicken den RTW. Okay, danke. Meine Nägel und Wimpern. Gott, die unfreundlich. Zeig mal. Du Scheiße, die sind ja genauso lang. Oma, da kommen RTW jetzt. Das ist ja lieb. Die helfen dir. Ja, die soll sich mal um mich kümmern, jojo. Jo. Das machen die bestimmt. Louis, wir gehen gleich auf eine Tech-Party. Oh Gott. Wir fahren mit Quartz dahin. Mit Quartz? Mit Quartz. Wem gehören die denn? Hi. Oh Gott. Oh, nein, den mieten wir. Okay. Aber wir müssen nichts bezahlen. Oh, perfekt. Und ich habe einen Job. Was arbeitest du jetzt? Im Stripclub. Ich kann der Hausmeister sein. Du siehst voll schön aus jetzt. Also ich meine, vorher warst du auch voll schön. Ja. Aber wir haben halt einfach irgendwie so ein Beauty-Update, weißt du? Ja, ich würde mich jetzt auch gerne wie ein Faultier am Baum hochrangeln. Ja, ich bin jetzt Layer 2.0 so. Ich bin jetzt ein Faultier. Moment, ich gern meinen Baum. Was? Wegen den Nägeln, ich verstehe es. Ach so. Ja, ja. Ja, ja. Was macht deine Schwester, Louis? Ja, ich glaube, die feilt sich ihre Nägel. Was geht ab, Kevin? Wie war's? Toll. Gut. Kann mal abhängen. Aber auch echt verdammt lang. Wie cool ist das bitte? Gedauert. Und danke für den Restart mit Prime und 14. Merci. Jo, was machen wir gleich? Ich hab nicht aufgepasst, was? Ja, wir gehen auf so eine Party, Oma. Oha! Hüftschwing. Kommst du mit, ne? Jo, klar. Will ich auch meinen. Lass ich mir doch nicht hingehen. Aber wir fahren mit Quartz dahin. Jo, da kommt der RTB. Oha. Was ist denn los? Na, die Omi ist verletzt. Louis, geh mal hin, hol die mal her, bitte. Nein. Ich bin hingefallen und dann ist mein Hut weggeflogen. Oh, du Arme. Ja, 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 ja. Jetzt kommt der Chefarzt. Und jetzt tut mein Knie aui. Aber oh, das ist halt so schlimm, der macht das schon nicht. Ja. Ja, wir wollten rüberlaufen, aber hallo. Die Omi kann nicht so gut laufen, die ist hingefallen. Hallo. Bin hallo. Hingefallen, mein Knie tut ganz doll weh. Können Sie sich am besten einmal hinsetzen? Auf den Boden? Hol mal setz mich doch nicht auf den Boden. Nee. Sie müssen sich nicht auf den Boden setzen. Ich hol mal kurz eine Decke und dann können wir uns mal hinsetzen, ja? Dann gucken Sie, da vorne sind Stühle. Das ist so das Essen, dann können wir mal hingehen. Sofa. Dich wird die wieder gesund. Ey. Ja, was ist mit Big Ö? Warum kümmert er sich nicht um seine Grandma? Ja. Kannst du mir ihren Ehering holen und die holen das Quartz. Aber wo ist der Onkel, der Wichser? Weiß ich nicht, Mann. Deine Grandma ist verletzt. Warum ist das Handy hier? Was passiert? Ist hingefallen. Oh nein. Oh je. Aber meine Oma fällt es immer schlecht. Ich dachte, du bist mit dem Händewaschen gewesen, keine Ahnung. Man, ich fände schon Hüfte. Wirklich, der geht's gut, man, die kann das jetzt abwischen. Haben wir kein Auto. Ist das deiner, Talisha? Der hier? Nee, Mann, der hat Einschusslöcher und so, lass mal. Ja, Grandma, das will schon wieder. Wo ist euer Auto? Ich denke auch. Ja, wir haben keinen. Gut, okay, ich will euch nacheinander ausnehmen. So, dir, ja? Um einfach mal durchzuschauen, ob da alles okay ist. Ja, die wollen Grandma heute mit ins Krankenhaus nehmen, der Typ. Was? Ja, die wollen die durchchecken. Ach du Scheiße. Oh, die ist doch nur hingefallen. Ja, okay. Jo. Ja, wer sind? Nee. Das war Ricky. Nein, das ist Ricky, das ist Chopper. Ich glaube, das ist Ricky seine Freundin.
Jo, was up, was up? Die mir die Wimper gemacht hat? War das die? Weiß nicht. Wie heißt denn die nochmal? Oh, das ist eine gute Frage. Das war jetzt aber nicht Talisha, oder? Ich glaube, keine Ahnung. War das Talisha hat mir meine Nägel gemacht. Ja. Oh, wie? Machst du ein Cosplay irgendwie? Du siehst aus wie von Scooby-Doo, so ein Cosplay-mäßig. Ja, ich rede mit dir, Alter. Genau, Alter. Alter, mich nicht, Alter. So redet man vor nicht mit einer Lady, glaube ich. Ja, oh, Gott, ich hoffe, gesündigt. Also, yo, hast du gehört, Luis, der hat gesündigt. Ich mach kein Scooby-Doo-Cosplay. Ich bin $5. Ja, dann sind die Sünden weg. Keine $666? Nein. Ja. Da sagt man doch nicht diese Zahl. Welche Zahl? Diese 666. Wiederhol sie doch nicht, Mann. Jetzt hättest du es selber gesagt. Ja, scheiße, ich hab doch mal wieder. Ach komm. Er hat dich ausgedribbelt, Mann. Scheiße, Mann. Ja, was machen wir jetzt mit der Grandma? Ist sie jetzt weg? Ja, die wurde mitgenommen, aber das Krankenhaus ist direkt da vorne. Na, hinterher. Komm mit, Alter. Hingehen? Ich würde ein Taxi rufen. Das fehlt nee, zu Alter, weg. Oh, irgendeiner hat mein Bike geklaut, Mann. Hey, hast du mich jetzt Alter genannt? Ja, du heißt doch Alter, oder nicht? Nein, das ist Chopper. Heißt Chopper. Ach Mensch, Chopper, Alter, jetzt komm. Ja, komm, Chopper. Komm. Ja, komm, Chopper, steh nicht so rum. Lauf schon mal vor, ich Keine Karre, oder was, Chopper? Hey, ich wohne hier gleich um die Ecke. Das war ja nicht die Frage, ob du eine Karre hast. Kann man da Sneaker kaufen? Nein, ich hab keine Wippe. Yeah, da kannst du Prolabs kaufen. So welcher wie ich. Ja, aber ich bin nicht auf Straße aus, so wie du. Wie? Ja, schwarze Prolabs. Das hab ich nur wegen Outfit gekauft. Ja, komm. Du willst doch irgendwelche Meter auf die Fresse haben, stimmt. Ja, ich muss so einen Typen noch stammen. Kenn ich doch, wir kennen schon 3 Jahre. Ist Scooby-Doo nicht eigentlich ein Hund? Ja. Die Serie ist Scooby-Doo. Oh, Luis, Alter, wenn du heute nicht auf die Fresse kriegst, so will du hier rumlennst, ne? Ehrlich, dann verliere ich meinen Glauben. Du Wer? Siehst so aus, dass du Aber auf du fühlst Kippen dich ja richtig, willst. Alter. Wer denn? Ja, du! Erstmal so ein Fashion Week mit dir, komm. Guck mal, wie du rennst. Guck mal, wie du läufst, Bro. Ja, voll lässig, Mann. Oh Gott, das wird noch so gut, Alter. Ich hoffe, kein Bus kommt oder so, ne? Das wäre nicht so cool. Ist schon spät, Mann. Boah. Ja, die werden uns alle noch kennenlernen. Wir wissen gar nicht, was wir drauf haben. Ne? Oh ja. Gott. Jemand sagt, heute ist er faul. Ich hätte ihm fast geantwortet. Ich mach das auch ganz oft nicht. Boah, das ist so anstrengend. Wie hältst du das mit denen aus? Ja, frag ich mich auch. Wie wo? Oh Gott. Wolverine. Wo wohnt ihr? Direkt bei dem Barber. Ja, und jetzt? Ja, wir gehen jetzt im Weg. Ja, dann geht doch. Ja, aber ihr braucht 10 Jahre, bis ihr... Oh Gott. Warum trödelt ihr so? Wir trödeln? Bleiben die einfach auf dem... Die eine guckt auf den Boden, die andere sieht aus wie ein Crackhead. Der andere sieht aus, als ob zur Fashion Week will. Jo. Der sieht aus wie bei Malibu Most Wanted, der Typ, Alter. Don't be Hayden.
Scheiße, kann man einfach nachfragen? Glaube. Weiß ich nicht. Ich bin Schächter. Hab ich noch nie gemacht. Hey, Joenja, was geht? Hi. Was geht ab? Wurde zufälligerweise so eine Oma eingeliefert? Ja, Oma Mörtel. Ich weiß nicht. Doch, die wurde gerade abgeholt im RTW. Die ist hingefallen. Seid ihr Dingspatient? Was sind wir? Ja, wir sind Schmerzpatienten. Ah, oh, wie geht's? Entschuldigung, die Ambulance 1 ist wieder komplett Code 8, ja? Ah, wunderschön. Wir wollten uns nur erkundigen, wie es der Oma geht. Ja, seid ihr Dings? Habt ihr so eine Schweigepflichtsverbindungskramkampe? Notfallkontakt quasi. Ja, danke. Nee. Gerne. Nee, das dann konnten die noch nicht mal machen. Leider keine Auskunft geben. Dann setzt euch da kurz hin und wartet kurz. Oh Gott. Kein. Ja, sorry. Nö, ist alles cool. Hi. Ich hab voll Hunger, Mann. Ja, da im Automaten gibt's Beef Jerky. Wer braucht Beef Jerky, wenn ich noch... Was gibt's hier? Hey, Curtis, anderer Automat. Ich dachte hier. Nee, da hinten hier. Kann doch sein, dass Beef Jerky in der Dose gibt. Man weiß nie. Warte mal, haben die Securities hier? Das ist Feuerwehr. Jo, eine Flasche Wasser, $2. $8 für eine Packung Beef Jerky? Das ist normal. Sechs Dinger drin. Nur ich will mir eine Tüte Chips. Ich will Beef Jerky. Muss jetzt aber warten. Ja. Wart ja auch. Oh, da bleibt stecken, das sehe ich. Oh. Nee. Kai. Chat schon wieder am Pennen, Alter. Schande. Was isst du da? Lasagne, Mann. Ich hab mir Chips gekauft. Einen guten Hunger. Einen ganz großen habe ich. Ja. Oh, wie groß die Beef Jerky-Stücke sind. Jo, Bro, das sieht aus wie ein Schnitzel. So groß wie die sind. Ach, deshalb sind die auch so teuer. Je. Wo ist denn dieser Cyrus und so hin? Oh, ich hab keine Ahnung. Was haben die jetzt gesagt? Aufstehen, den Chat. Oma? Nein, die können uns nichts sagen, weil wir haben nicht so ein Dings unterschrieben. So eine Einwilligung. Ja, willst du von meinem Chip beißen? Nee, danke. Guck mal, jetzt hast du Lasagne gegessen, jetzt guck dein Bauchnabelpiercing raus ein bisschen. Du solltest nicht so frech sein. Entschuldigung. Besser so. Darf man hier drin rauchen? Wahrscheinlich schon. Ich meine, das ist der Wartebereich. Nee, da ist ein Schild. Ich geh draußen einen rauchen. Nein, draußen darfst du keine rauchen. Ja, wie? Warum? Ja, scheiße, wenn man hier drin nicht rauchen dürfte, dann wären die Schilder draußen. Ja, aber die Schilder sind drin. Ja, und darum darfst du draußen nicht rauchen. Nee. Fuck, wir dürfen auch nicht drin essen, aber keine Burgers. Nein, wir dürfen draußen nicht essen. Jetzt verwirrst du mich. Ja, die Schilder sind halt hier drin. Ja, Ricky. Jo, ist der D-Lässe. Jo, ist der D-Wato. Was geht ab, wo bist du? Ja, wir sind im MD, wir gucken mal kurz wegen der Grandma. Was, aber ist das schlimm, oder was? Oh, die wurde mitgenommen, ne? Jo, nicht, dass sie stirbt, was? Alter. Na, im Ernst? Ja, ich sag nicht, dass sie stirbt. Ja, besser ist das, Mann. Jo, die muss uns noch Codein besorgen. Die darf jetzt noch nicht sterben. das wird... Keine Ahnung, wo Onkel ist, keine Ahnung, wo Güffi hin ist. Güffi ist mit... Nee, warte mal. Güffi ist mit Malu die Quads holen. Quads. Wie, alle 6 Stück? Ich glaube, wir gehen die abholen. Ist direkt um Ecke. Ja, dann kommen wir jetzt gleich wieder zu dem Laden hin, oder wo sollen wir hinkommen? Komm zum Schienels, ja. Okay, bis gleich. Okay, bis gleich, hallo. Reicht's. Hey, Curtis. Yes, sir. Was macht ihr da im Aufzug? Ach so, yo. Warum steht Luis draußen alleine? Weiß nicht. Oh, ihr habt richtige Special-Tactics hier. Das ist wie damals auf der Schule. Wir hätten... Wie
damals wieder gespielt. Wir hätten uns doch einfach draußen stellen können. Ja, aber da darf man nicht rauchen, Mann. Das wird eine richtige Hotbox hier. Nicht, dass hier gleich der Rauchmelder angeht. Nee, haben wir abgeschrieben. Ein Rauchmelder. Ja, meinst du nicht, dass es hier einen Rauchmelder gibt? Am Fahrstuhl? Oh, guckt euch mal das Bild hier an. Das passt ja perfekt, dass wir hier drin rauchen. Oh ja. Ich denke mal, das ist dann die Bestätigung. Und hier ist auch ein Schild, dass man nicht rauchen darf. Oh shit, Mann. Das könnt ihr doch nicht so gerne oh, in der Lunge voll mit Kippen machen. Wo ist ein Naschenbecher hier? Oh. Was ist denn hier los? Oh shit. Oh, nix. Oh, sind wir gleich da? Tu die Kippe weg. Jo, was geht ab? Kakao. Ist euer Ernst jetzt, Mann? Was? Ja, was denn? Ey, Leute. Das ist ganz schön. Das qualmt hier aber richtig, ne? Ich glaube, das Brennding hier. Brennt es hier? Ich glaube, die Kabel sind durch. Vom jo, Mann, das Schmording was. Mhm. Komm mal hier aus dem Fahrstuhl. Komm mal kurz raus, komm mal kurz raus. Yes, sir. Scheiße. Also, jetzt mal eine andere Sache, ja? Wenn ihr euch einen reinziehen wollt, ja? Nein, nein, das sind Zigaretten gewesen. Ist mir scheißegal, was das war. Oh mein Gott, jetzt hast du es zugegeben. Oh, fuck, Mann, die haben uns doch eh erwischt. Hört mir jetzt mal zu. Okay? Wenn ihr von mir aus rauchen wollt. Ja, ihr macht sowieso. Ich kann es euch nicht verbieten, dann macht's draußen. Aber nicht hier drin. Das ist ein öffentliches Gebäude, das ist ein Krankenhaus. Ja? Gut. Verwirrt durch genau. Die Schilder. Ja, Sir. Entschuldigung. Macht das draußen. Macht das draußen, aber nicht hier drin. Ja, und Chopper hat uns dazu angestiftet. Mann, Chopper, du Wichser. Ja, Chopper, du Wichser. Mann, ey, okay. Chopper, Alter. Nie wieder höre ich auf dich. Was? Ey, auf Flitzebogen, Mann. Ah, ich müsste schauen, ey, ihr Bro. Macht richtig ihr macht richtig eine Randall, Alter. Ich glaube, ich müsste erst mal. Wir müssen uns irgendwie rausdrehen, Alter. Ey, habt ihr zu viel Kleidung für einen Homie von mir? Nee, Bro, ich hab nichts bei. Nee, nee. Wie Kleidung? Ja, keine okay, Ahnung. Okay. Für den Flitzebogen oder was? Ja, ich weiß. Ja, okay. Damn! Was hast du denn? Für den Flitzebogen. Ja, 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 wir sehen uns später. Peace, peace. Yo, Chopper, warum hast du das angestiftet? Ja, du Wichser. Du Wichser. Ihr seid mir doch hinterhergekommen. Ja, der war ja dead serious, der Typ. Hallo. Ja, was gedacht, Herr? Hätte der hat wie mein Sportlehrer gerade geredet. Wenn ihr das machen wollt, dann macht das draußen. Der war ja richtig mad. Ihr macht's ja sowieso. Ja, wir haben uns im Fahrstuhl gestellt und eine geraucht. Und dann kamen die Cops und ein Sheriff. Oh, scheiße. Dann haben wir Ärger bekommen. Und deine Schwester und Lea haben alles auf Chopper geschoben. Herr, wie? Du machst gesündig. Das genauso. Du bist sogar damit angefangen. Guckt euch Chopper doch mal an, da kann keiner viel was zu leiden tun. Warum macht ihr sowas? Warum raucht ihr im Fahrstuhl? Nein, ihr, warum macht ihr sowas? Ja, warum raucht ihr im Fahrstuhl? Ey. Das ist Chopper, so dumm, wirklich. The fuck? Ey, wäre ich da alle drin gewesen und hätte geraucht, wäre nichts passiert. Wirklich. Also einer hätte einfach aufpassen müssen, ob jemand kommt. Ja, hier, wie heißt sie? Wie heißt du nochmal? Hier, die Schwester von Priester. Helen? Du hättest aufpassen müssen. Bro, ich war sturdy, Alter. Ich hab gedanced. Vielleicht hätten wir die Tür nicht zumachen müssen, sonst wäre das keine Hotbox gewesen. Nächstes Mal machen wir einfach oben das Dach auf für den Schacht oder dann zieht's da ab. Ja, klar. Ist dann auch so groß, ne? Das macht voll Lärm dann. Was ist jetzt mit der Grandma? Ja, keine Ahnung. Ja, das meine ich auch. Ja, keine Auskunft. Ja, Onkel, deine Grandma ist im MD. Warum? Ja, die hat sich verletzt, die ist hingefallen. Aber wir kriegen keine Auskunft. Oh, ich komm vorbei. Okay. Dann bis gleich, Wichser. Was denn? Ich würde eben kurz nach Hause. Jo. Also nur eben kurz Sachen nach Hause bringen und dann komme ich wieder hierher mit Bike. Dann komm. Ja, wie denn komm? Du ein Fahrrad hier? Okay, ja, cool. Nee, aber du kannst nicht alleine laufen. Okay. Hey, wir sind gleich wieder da, ja? Ja, okay. Komm gleich wieder. Okay, bis gleich.
Darf ich dich Huckepack nehmen? Naja, klar. Oh Gott. Ah, aua, fuck. Aua, oh mein Gott, mein Kopf. Scheiße. Das ist einfach nicht mein scheiß Tag, Mann. Ich glaube, mein Bike wurde geklaut. Da ist ein Schloss dran. Dann klau doch auch eins. Ja, da ist ein Schloss dran. Warte, ich schmeiß hier mal eben. Warte, willst du nur Klamotten oder willst du auch kurz chillen zu Hause? Nee, ich will da kurz hin, ein bisschen was einräumen. Weißt du? Ja. Und vielleicht was Neues zu essen und zu trinken holen. Ich hab Trinken bei. Okay. Ich habe auch zu essen. Nee. Ja, wie? Nee. Ja, ich hab nichts bei. Ja, nein, ich meine, darum will ich doch dahin. Ach so. Mann. Hast du gerade gesehen, aber der kleine Pisser, der uns angesaugt hat. Ja, 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 ja. Jo, da ist doch, warte, ja, die fahren uns. Jo, Enkel. Weiß nicht, jo. Was denn du? Wie lange brauchst du denn? Ach so. Weiß nicht, meine Oma ist da drin. Leia, ich hab noch gar nicht gefragt. Oh, scheiße. Was denn? Wolltest du uns eben kurz nach Hause fahren zum Barber? Jetzt müssten wir ja, laufen. Ja, bin, wie nennt man das, so ein Pendeltaxi. Das ist so ein immer Uber? Die, ja, steigt ein. Danke. Dankeschön. Ich setz mich hinten hin. Ich hab Angst. Ja, das Giffys Kindersitz. Ah. Deshalb riecht der so eine Arsch. Das riecht man. Ja, fette Karre, Mann. Ja, voll cool. Oh, oh. Bist du betrunken? Nee, ich kann kein Auto fahren. Ach so. Das ist okay, oh, oh. Ich auch nicht. Jo. Voll nett von dir, danke. Ich hab Lotto gewonnen. Kein Problem. Wo wohnt ihr? Na, hier, direkt am Barber. Soll ich warten oder braucht ihr länger? Nee, geht ganz schnell. Naja, wir sind super schnell. Ich zähle, okay? Kein Danke. Komm, Leia. Scheiße, der eine klingelt. Ja, Wiki, wir sind kurz zu Hause. Okay, ist aber die anderen sind, weiß ich nicht, die anderen sind am MD. Die anderen sind am MD. Okay, dann... wo treffen wir uns? Ja, dann wieder bei diesem Nagelladen. Ja, okay. Dann, ich bin schon hier. Okay, bis gleich. Gleich. Ja? Nimmst du Essen mit? Ich nehm zwei Stücke Pizza mit. Okay. Trinken hab ich noch. Trinken hast du noch? Ich tu mal mein Handy in den Kühlschrank. Jo, die Pasta müssen auch weg, sonst werden die schlecht. Ja, dann... Ich nehme einmal Pasta mit. Okay. Ich nehme noch einen Sprunk mit. Hast du alles? Ja, was? Willst du mich küssen oder was? Ja, nee, ich will im Kühlschrank. Okay. Ja, okay, komm. Genau deshalb wolltest du auch nach Hause, ne? Du schämst dich für mich. Draußen auf der Straße. Aber ist nicht schlimm. Nee, so viel Essen und Trinken musst du nicht. Okay. Ach so. Ich. Das waren genau 142 Sekunden. Jo, hast du echt gezählt? Nein, das war eine ausgedachte Zahl. Ich bin gependelt. Ich habe jetzt zweimal die Route Barber MD gehabt. Wollt ihr wieder zum MD? Ja, ja. Ja, unsere Oma ist da. Warte, ich. Oh. Alter, das ist doch die Grandma. Oh, da ist sie, ja, okay.
Ich sehe dich nicht, wo bist du? Ach, du stehst. Soll ich dir ein bisschen Dings geben? Spritgeld? Nein, das zahlt 5 Dollar oder so? Alles gut. Oder 2. 2 wären möglich. Dankeschön. Gerne. Bist du von Ricky die Freundin? Ja, wir sind verheiratet. Ach so. Wir haben beim Flaschendrehen geheiratet. Bergwatch. Mit 10 Euro werfe ich ein Auge auf den, dass er nicht fremd geht. Dollar meine ich. Das mach ich selber, der hat eine Kette. Und jetzt sind alle hier, bevor einer wieder verschwindet. Wir gehen los. Ja, Grandma, wie geht's dir? Hallo. Ja, die ist schon mit Goofy beim DLC. Wer fehlt denn jetzt noch? Leon fehlt. Der muss jetzt... Ja, Scheiße, kann ich so gehen? Lass zum DLC marschieren. Ey, können wir so gehen oder müssen wir uns umziehen? Nee, nee, passt schon. Müssen wir fahren oder laufen? Mann, wo ist das DLC? Am Legion Square. Sind wir genug? Passt das? Ja, das passt. Okay, Leon ist auch noch mit der Tür. Wo sind eigentlich die anderen beiden? Komm dann zum Legion Square. Goofy und Malu oder was? Nee, nee, die anderen beiden... Oh, Onkel, wie siehst du aus? Ach, du meinst Louis und ihre Schwester, seine Schwester. Ihre Schwester, genau. Ich bin Pippa Fresh! Was sind denn die Spitzfinger? Eigentlich diese Dings. Ash, vielen Dank für 5 Gift-Tipps, Bruder. Dankeschön. Paar Eulen im Chat, bitte. Jetzt einen Platz haben wir, glaube ich. Okay, let's go. Ey, hat jemand einen geilen Anmachspruch für Match? Was ist jetzt noch mit Louis? Wo ist Louis? Friends. Weißt du es einer? Was denn? Hey, Luis, bist du schon belegt? Ja, stimmt. Wo ist Lena und Lu? Ja, die waren doch auch im Krankenhaus. Ey, die waren gerade. Ich rufe Luis an. Ey, yo, girls. Wir laufen schon mal in die Richtung. Warte mal, ich hab mal kurz eine Frage. Wir fahren mit Auto. Laufen wir jetzt oder? Was für ein Stress hier. Luis, ja? Luis, wo seid ihr? Wir laufen gerade in Richtung unseres Zuhauses. Ja. Wie? Warte mal, wir sind hier an dem Laden, wo man sich die Nägel machen lässt. Oh Scheiße, ja, wir sind rechts lang gelaufen. Ja, komm, dann kommt schnell her, wir wollen los. Wo denn? Okay, wir kommen. Die steigen schon alle in die Karren, rennt. Ja, okay, wir rennen. Bison, oder? Kai, bis gleich. Wo steht er? Passt ihr jetzt alle hier rein? Von bei Baba, nein, ich hol den Bison. Hol den Bison. Müssen zwei auf der Ladefläche sitzen, aber einer muss mitfahren. Ja, Giffy hat Schüsse. Giffy ist aber nicht hier. Du musst fahren. Oh ja, ja, Ricky, da kommen jetzt noch zwei, ne? Ja, dann wartet ihr. Dann, Alter, was für eine Gangster-Karre hast du eigentlich hier? Oh mein Gott. Komm, wir fahren bloß Schüsse. Bist du, kommst du klar? Warte nochmal hier. Komm jetzt noch ein Auto. Oh. Was war das? Hast du dein Getriebe irgendwie verschaltet? Ja, genau. Einmal kurz den falschen Gang rein. Ja. Automatik gibt's hier nicht. Jetzt hier noch? Da muss nur jetzt den einfach... Nur den Bison. Ja. Ah, da kommen die beiden. Ja, ja. Und das alles nur ein bisschen zu tanzen, ne? Was heißt ein bisschen tanzen, Oma? Schwing die Hufe, Mann. Oh, oh, oh. Wie tanzt nicht auf, dass da die preigefüllte Taschen haben? Ey, ich hab mal eine Frage, ne? Ja. Oh, jetzt wirklich eine ehrliche Meinung von euch. Ey, bist du schon belegt? Hör zu, ich hab ein Match gehabt, ne? Und dann hab ich der einen geschrieben, ey, mein Zeigefinger ist ganz wund vom zweiten, weil ich dich schon so lange gesucht habe. Magst du mich verarzten? Ist das gut oder nicht gut? Ja, was? Ist gut. Süß. Okay, geht's los. Ja, geht sofort los. Ja, wir warten noch auf die anderen. Oder Onkel, du schreibst, ja, du bist eine 9, aber mit mir wärst du eine 10, weil ich die 1 bin. Oh, hier ist außer neue, du erwischst eine Dumme, die nicht zählen kann. Versteh dir nicht. Wie war mal das alter Spruch, wie wir uns kennengelernt haben? Das ist gar nicht wahr. Du hast gesagt, so von wegen, dass du ein Eisbär bist und das Eis brechen kannst. Hab ich wirklich? Naja, voll cringe. Okay, ich glaube, wir sollen mal Ricky einsteigen. Ey, fahren wir los, rein. Was sollen wir jetzt einsteigen? In den... Was? Wo? Anstatt, dass du mich mitnimmst. Ja, fahr du doch mit. Komm, Oma, wir gehen hinten drauf. Brauchen wir doch gar nicht, oder? Ach, soll ich dir helfen? Schaffst du das? Nee, ja. Doch, brauchen wir. Ja. Oh, doch. Ja, Gefühl, okay, wir sind auf dem Weg. Wir sind zu nett. Warte, ich geh ganz hin. Warte mal, Lena und Louis müssen noch mit. Ja, was geht ab, Onkel? Ja, du passt noch mal. Yo, what up, man? Kann ja was werden mit der Truppe. Ja, wirklich. Ich hoffe, wir bekommen nicht wegen Louis aufs Maul oder so. Und fahr jetzt los! Ja, Louis ist ein krasser Gangster, Mann, der regelt das dann. Geduldig, Schnutzi-Putzi.
Ja, kümmere dich mal um deine Grandma, du Wichser. Mann, hab ich doch, aber willst du denn? Ja, die ist hingefallen, wo warst du? Hin, Mann, Alter. Schon wieder bei Cyrus und Jungs. Ich hab auch einen Schiss gemacht. Ich hab in die Toilette geschissen. Ist alles okay? Oder? Jo, bist nach Sandy Shores jetzt nach oben? Ja. Nein, wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt erst zum DLC. Fahr mir die ganze Zeit auf ein Rad, wenn ich mal hinten drauf sitze, Mann, Alter. Und jetzt ist zum DLC. Wer ist dieser DLC? Das ist da, wo die Quads stehen. Ja, was geht denn hier? Was ist denn hier los, Mann? Macht euch einen Job, Scheiße. Bro, hier ist was los, ne? Waren Gangbanger. Hier links. Oh ne, doch nicht. Schade. Da ist wieder der Weezy News Reporter mir durchgekommen. Ah, ich bin dumm. Oh, das wusste ich schon vorher. Ja. So, mein Freund, du kannst aussteigen, du kannst laufen. Hey, nein. Ja, spiel nicht mehr, ich sag dir. Ein Play. Kann man hier parken? Oh, was geht denn hier ab? Bitte. Ja, war der Pop-Ball! Ach, du Scheiße. Onkel, du bist der Beste. Kann man das hier einfach usen? Ja, klar. Den Parkplatz? Nein, dafür sind doch Pop-Balls. Ich glaube, das ist für eine Frage. Opa! Ja, kann ja sein, dass das hier von irgendeinem Unternehmen oder so ein Special-Parkplatz ist. Sind jetzt alle hier? Hast du es geschafft? Ja, Mann. Aber... Und Chad, wie gefällt euch bisher? Sag mal. Was geht? Ja, das ist Grandma Turtle. Hey, hey, ja. Okay. Das ist Grandma Turtle. Crazy. Alright. ja. Ja. Wo sind wir so viele? Ja, Louis hat einen Schulausflug geplant irgendwie. Hab gehört, wir machen jetzt Party, hä? Jo, Louis, kannst du dich bitte benehmen? Ich hab keinen Bock, Smoke zu werden. Ja, dann gib mir aber auch keinen Alkohol, bitte. Ja, okay. Was ist das bitte? Euren Partner an die Hand nehmen, bitte. Ja, natürlich. Wo ist denn mein Pickel? Ja, nimm meine Hand, ja. Jo, Grandma, der telefoniert hinten. Zwei reinmachen. Okay. Ich mich wirklich. Ricky macht einen Schulausflug. Okay. Ist so. Könnt ihr euch kurz auseinanderstellen? Ja, wie? Ricky meinte, wir sollen uns an die Hand nehmen. 10, 11, 12, genau. 13, 14, 15. Ah, wir sind eine. Einer ist alleine. Okay, Louis, du bleibst hier. Halt die Schnauze! Das war so klar! Shut the fuck up, bitch ass! Achso, nein, ich hab vergessen, mich nicht. Ja, Mann! Wir sind 16. 15, hey, 16? Ich brauch einen Projektpartner. Wer will ja, stell dich mal an. Möchte jemand, Chopper, was ist mit dir, Bobby? Hast du einen Partner? Mich selber nur bisher. Ja, wo dann ist das. Dann sind wir jetzt Schulpartner. Ihr seid jetzt Partner. Ach, da steht ja noch einer. Was für ein Projekt machen wir? Sehr gut, sehr gut. Ah, ich kann gerade alle kennenlernen. So. Ja, cool, Alexei, danke für die Prime Sub 17. Kostos. Können wir noch mehr Meinungen reinholen von euch oder sind das die einzigen, die ihr was schreiben? Unkoordiniert, was seid ihr? Ja, Ricky, das sind aber auch keine Quads, ne? Das sind noch Geländewagen. Ich hab keine Ahnung, das ist mir aber auch relativ egal, Mann. Ich werde damit durch die Wüste. Jetzt ein Shop-Ausraum. Nee, Mann. Nein, sowas macht ihr nicht. Machen wir Party oder Schöppchen? Ja, machen wir Schöppchen oder Party? Schöppchen. Ist der Onkel hier irgendwo? Der ist da hinten wegen dem Telefonieren. Ja. Ein Schatzi ist telefonieren, nicht? Und tau dir mal in die Fresse, der kümmert sich nicht um seine Grandma. Die ist voll umgekippt, die muss zum MD alles.
Der hängt irgendwo in der Ecke und raucht Crack. Hat denn... Aber was ich heute... Übrigens, Oma, man darf nicht im Fahrstuhl rauchen im Krankenhaus. Ich muss dir was beichten, Bro. Was denn? Bist du schwul? Erinnerst du dich? Das darf man nicht. Was? Jo, beichten könnt ihr beim Louis, weil der friert. Louis, hier will einer beichten. Wer denn? Na hier, der Louis. Das war's nicht. Louis ist Priester, mal dem könnt ihr beichten. Ja, nicht freundlich. Komm, erzähl. Jeder hat gesündigt. Jeder. Bro, sag doch, du weißt, dass du beichten. Sag ja, ich wollte sagen, dass ich deine Schokolade gestern geklaut habe. Was? Schokolade, hast, Mann. Oh, fünf Ave Maria. Gesucht, ey, das würde ich mir gar nicht gefallen lassen. Ja, fünf Ave Maria für dich. Ich komme mir echt vor wie so ein Schulausflug. Wer? Was? Ich mal meinen Rucksack okay, hast du irgendwas gesagt? Die Hände und gehen ja. Los. Was? Warum gehst du hier hin? Oh Gott. Ja, wie? Ja, wie, wie. Jeder legt die Hand von dem auf die nächsten Schulter. Ich wollte nur mal ein bisschen zocken, weißt du? Kai, so 250, ja, 300 Kronen ungefähr. Ich weiß gar nicht, was wir machen. Ich bin eine Schlange. Wer seid ihr eigentlich alle, verdammt? Scheiße. Jo, scheiße, hey, ich hab mich umgebracht. Donnie? Ich hatte mal gerade zwei Sachen gesammelt. Hey, hey, wollt ihr noch wissen, ob ich richtig verstanden hab? Ich bin Louis. Warum kamst du mir so nah? Ja, mein Game funktioniert nicht. Oh. Ja, das hab ich auch gehört, ja. Aber nicht so dolle, Mann. Weißt du, ich bin schon und wieder... kein Alkohol. Komm schon. Oh, mein Handy ist kaputt irgendwie. Ja. Alle Geld. Oma. Scheiß die Handy! Ich kann sowas nicht. Ja, was denn? Was denn? Ja, ja, mit gib immer dem Handy feiern. Die Schuld. Ja, dann und? Ja! Auf schön! Was denkst du, wer kann am besten tanzen von denen? Ja, du auf jeden Fall nicht, du Weißbrot! Ja, danke, Oma. Yo, Grandma, das ist ja, racist, echt? Mann. Was? Yo, chill, alles cool. Oh, komm schon, dieses Dreckspiel, wirklich. Wer spielt denn sowas? Mann. Was warten wir jetzt? Ja, aus Taxi oder so? Ey, kann ich in dem Grün fahren? Schuhwerk. Was bekommt man denn jetzt alles hier noch? Alles. Nee, Helme bekommt man nicht bei den Dingern. Ey, könnt ihr ich damit umgehen? Habt ihr alle einen Fahrer? Ich bin schon mal mitgefahren, ja. Ich bin schon mal auch damit gefahren, ja. Curtis, das wird so eskalieren. Oh, ich weiß nicht, Bro, mein Fahrer. Hast du jetzt einen Partner? Ich bin schon bereit für... Ja, was ist das? Chopper, oder was? Ja? Ja, der Firma. Ja. Du fährst, ne? Ich fahr. Ja. Das geht doch in die Knie, Mensch. Du weißt, wo das endet. Mach mal einen Beat an. Okay, warte, ich mach einen Beat an. Wir machen Dance-Betten während ah, ganz schlecht, ich hab Musikallergie. Kurz weg. Musikallergie. Ich hab voll Ewigkeiten so. Was fahren wir mit den Dingen da? Ja, wir fahren mit den Buggys. Ich hab das Gefühl, die Party ist gleich vorbei. Super. Nein, Quatsch, die geht voll lange. Das ist selbst gemacht. Echt jetzt? Jo. Ey, haben wir schon weißt geplant, welchen Shop wir jetzt hast du schon mein Bauchnabel-Piercing gesehen? Alle gleichzeitig. Ist voll geil. Es ist so geil. Er kommt jetzt. Ja, oder? Ja. Glaube ich, oder? Wie kurz haben wir den jetzt? Also mega schön. Ja, Lena, twerk mal. Was? Nix. Er heißt Helen. Mann, aber ich sag Helen. Lena, okay? Ich kann mir den Namen nicht merken. Kannst du doch nicht einfach einen neuen Namen geben? Dann nenne ich mich ja. Amiga. Ey, warum, weil du es gesagt hast, dass du... Dann nenne ich dich Amiga. Der Kaffee gejinxt. Das ist Amiga. Oh Mann, oh, stimmt, ich mag kein Milka. Auch an ins Handy. Warte mal, was? Das ist Handy. Milka? Siehst du hier irgendwo lila Kühe? Milka! Milka! Was ist Milka? Ach, Mr. Milka! Ja. Welche Party? Stimmt, du weil sie so aussieht. Das ist schon 3 Stunden vorbei. Ja, Ricky, wie lange geht die Party noch? Weiß ich nicht. Eine Stunde? Ja, locker. Ich komm vorbei, wir haben. Ich hab keine Ahnung. Wir haben Decke auf. Das heißt, freie Decke. Weil der die ausgeparkt hat, ist ja 3 Stunden rum. Wo ist die Party dann? Sandy Shores? Dann Sandy Shores oben im Norden.
Ja, und wo? Na, keine Ahnung, wir fahren einfach nach. Okay. Alter, wie viel haben wir? Ich glaube, das ist was, wenn ich einen Unfall baue? Na, dann rufst du an. Okay. Was geht ab, Omi? Ja, egal, der hat ja jetzt fast alle draußen. Oh, nicht Oha. Viel! Oha! Oh, so Ding da auch los. Bist du schon ready? Klar. Wer war sie? Ich immer. Ich bin ready geboren. Okay. Das ist gar nicht so einfach, mit den Nägeln zu rauchen. Oh. Ich dir bitte kein Auge. Oh, oh nee. Ja. Warte, danke schön für den Wii 34. Scheiße. Das kostet mich doch. Bevor wir auch mal ein schönes Fahrrad haben. Schau dir meine Dörrnägel an. Ja, Luis will sich auch lange Nägel machen, hat er gesagt. Was? Nein. Oh, das wird dir voll Kreuzen drauf. Wir brauchen 8 Fahrzeuge. 8. 10 habe ich genommen. Ja, 8 reichen. Enkel ist schon mein. Ja, Enkel, du bist voll auf Business, ne? Ja, normal, Mann, Alter. Bist du das Ding? Ich fahr, ja. Ne, ich mein Curtis. Ja, klar. Willst du Leia fahren lassen? Weiß ich ja nicht. Irre. Welche Farbe würdest du sagen? Grün oder gelb? Ja. Ich will grün. Das ist eine Frage, Bro. Ja. Wo gab es grün? Bitte schön. Hey, könnt ihr euch anstellen, jeder Part, jeder Fahrer. Der Fahrer, bitte. Hey, willst du fahren oder soll ich fahren? Bro, warte mal. Okay. Hast du mir jetzt einen Schlüssel gegeben? Was ist dir, Mann? Hey, was geht? Ja, ich hab dir eine Keycard gegeben. Hm. Ich hab für einen Buggy noch. Anstellen. Also ich will Güffel. Einmal bei Güffel anstellen. Jeder Fahrer einmal zu Güffel anschicken. Okay, ich hab schon, ich hab schon eine Karte. Okay. Ich hab schon einen Wagen. Wir fahren den grün. Den grün, geil. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich war einfach cool. Ja. Ja, alles Pink. Ja, genau. Ganz schnell zu fahren, ne? Ach ey. Sieh die Kutte aus, du Wichser. Das nimmt schon wieder Überhand hier. Wer? Wer nimmt Überhand? Überhand? Ach egal, scheiß drauf. Hat jeder Fahrer einen Schlüssel? Onkel, und das waren Homies von dir vorhin? Hat jeder Fahrer einen Schlüssel? Normal, ich hab einen. Ich hab doch gesagt, ich bin überall vernetzt, Mann. Schlucki Putzi, hast du einen Schlüssel? So, die Herrschaft, ja, alle, die jetzt ein Fahrzeug fahren. Sie. Ja. Überprüft mal bitte die Fahrzeuge, ob sie vollgetankt sind, ob sie nicht beschädigt sind. Okay, okay. Zwecks Kaution, die sie halt hinterlassen haben. Oh, scheiße. Reklamationen können jetzt... Oh, Bro, wie hast denn du geparkt hier, Alter? Ja, wie das? Der ist doch grün. Gibt's noch einen anderen grün? Ja, Güffi, meine Karte passt nicht. Die muss passen? Nee. Welche Farbe hast du? Grün. Ja. Gibt's noch einen zweiten Grün? Ja, ich glaube ja. Ich brauche noch einen Schlüssel. Was willst du fahren? Ein Quad oder so? Ein Buggy? Ein Quad. Das ist ein Glabrider. Ja. Danke. Komm, wir begeben uns auf Suche, Curtis. Okay, komm mit. Oder warte mal. Ne, schon okay. Okay. Komm, Leia, komm, Momi. Meine Karte passt nicht. Auf zur Hochzeit. seit ein paar Tagen. Hey, versuch mal hier hier einfach. Vielleicht ist die Farbe Dings falsch drauf geschrieben. Nee, ich auch nicht. Es steht auf deiner Keycard ein Kennzeichen. Ja, warte. Weil ich habe auch grün. LZY32. Okay, weil das ist ein anderes. Ich war mit meinem Enkel. Der auch dich. Jo, das ist der nicht. Ich hab falsche Keycard bekommen. Geht nicht, sagst du? Scheiße, war doch so klar, dass irgendwas schief läuft. God damn! Ja, damn! God damn! Scheiße. Wir haben uns für nichts entschieden. Zockst du auch hier, Ryder? Booty Drop mit Miss America und Louis machen und nichts läuft. Ja, und die Party ist gleich vorbei. Scheiße. Ich muss eine andere Karte besorgen. Na klar. Oh,
Ich raste gleich aus. Ja, was soll ich jetzt machen, Goofy? Warte, wir klären das gerade. Mit dem DUC-Mitarbeiter. Nein, auch nicht. Durch den Fetzen, oh. Nein, Mann. Dann leiste mir die Jacke aus. Ja, kann ich nachher machen. Jo, putz mal deine Nase. Klingst du ein Elfjähriger. Die ist verstopft. Was soll ich machen? Ja, schnufen. Hast du gehört? Goddamn! Bis wir da sind, ist die Party vorbei. Ich hab auch, egal. LZ ist ein Quad. Wollt ihr Dings? So ein Auto haben? Dann gibt ihr den Quad-Schlüssel. Mir ist nicht mehr zu helfen. Du warst gemeint. Hä? Was denn? Du warst gemeint. Gib mir Keycard wieder, denn du hast die falsche Keycard. Ich hab nicht zugehört. Gib mir die Keycard. Ach so. Ich geb dir. Gibt es einen Schlüssel von Quad? Oder sind die alle vergeben? Hier, bitteschön. Ich hab dem 62 Dollar geklaut. Hast du den hier vorne? Ja, den hier vorne ist unser. Okay. Okay, der beige. Was der ist braune? Das jetzt? Das ist der grüne da hinten. Okay, ich teile es, danke. Nur einfach, wer sind wir? Du würdest ein Taxi holen, nicht? Ja, Mann. Wie? Anschneiden, bitte. Schneide ich an? Hab ich doch. Hinter uns sind Cops. Also fahr bloß ordentlich. Kennst du mich doch? Ja, deswegen ja. Ich fahr immer ordentlich. Aha. Weißt du, was ich gerade gemacht hab? Was denn? Ich stand neben Goofy, ne? Mhm. Und dann bin ich mit zwei Fingern Slicky Joe in seine Hosentasche und hab dir ein paar Scheine abgezogen. 60 Dollar hab ich dem gerippt. Ich hab grad gewettet, ob wir die Ersten sind, die einen Unfall machen. Ach, so ein Bullshit. Du weißt doch, dass ich gut fahren kann. Ja, aber ich weiß auch, dass du gern dazu neigst, zu übertreiben. Alter, ich seh schon kommen, Alter. Die 5Os stehen da hinten schon und wenn wir rausfahren, catchen wir uns safe. Jo, dann fahr ich weg. Oh. Yo, Bro, gib mir eine Scrap und ich smoke die. Ich renn um meine Mutter, Mann. Warte mal, ich mach mal das Fenster hier runter. Die Plexiglasscheibe. Wann geht's denn hier los in dem Bums? Warum? Ey, wann geht's los endlich? Meinst du, ich soll dem Güffel die Kohle wiedergeben? Solange er es nicht merkt, dann vermisst er es auch nicht. Ich meine, das sind fast die Hälfte deiner Nägel, ne? Wir müssen auch gucken, wie wir bleiben. Eben. Wir sind kein Cash, Mann. Wir brauchen den Scheiß. Jo. Wir fahren zur Party. Jetzt ein bisschen knutschen. Und jo. Warum nicht? Aber denk dran, das können alle sehen. Ja, was ist jetzt? Ich weiß doch nicht mehr so recht. Ja, hast du jetzt Beok oder nicht? Ja, irgendwie nicht mehr. Ach, doch später machen, wenn wir besoffen sind. Ja. Dann ist leichter. Oh, der Service for real good. Ja, oh, das stimmt. Das mit der Lore finde ich auch richtig sexy. Nicht, ne? Und wenn du in South Alaska rumrennst in der ganzen Stadt hier so, ist überall was los, das ist auch richtig cool. Ja, wann geht's denn jetzt los, Onkel? Ja, bin ich irgendein Eventmanager, verdammt! Ja, frag mal Ricky. Pole Position, ich bin da, hallo. Ja, wann geht's los? Ja, die gibt noch ein paar Reifen wechseln und dann heizt man los. Bro, sag dem einfach, du bist Michael Schumacher, Alter. Ja, hab ich gedacht. Jo, ich hab voll eine Sprachmemo bekommen, ne? Leia? Aha. Aber, hör mal, warte. Jo, könntest du mal mit, wie nerven die? Hör mal. Findest du das nicht auch voll frech? Ja, übel, aber warte.
Warte, ich hab vor das lustige Video, okay? Okay? Warte, wir machen eine kurze Hochzeit. Hör auf mein Handy hier. Okay. Warte, es geht los. Oh Gott, da wurde schon der erste angefahren. I asked for a crispy chicken sandwich, plain. Hey, bitte weiterfahren, bitte. Ihr Boyfriend hat einfach das falsche Sandwich geholt. Warte mal, zeig mir das Video nochmal. Ja, warte. I asked for a crispy chicken sandwich, plain. Oh Gott, die werden uns 100%ig anhalten. Ich mach Radio ein bisschen laut, okay? Jo, fuck, wo fährt der hin? Oh Gott! Da stand ein Roller auf dem Highway. Keine Cops? Keine Cops? Ich glaube, wir sind safe. Ah, da hinten sehe ich noch Lichter, aber ich glaube, das ist auch einer von uns. Glaubst du, wir gewinnen? Oh Gott! Oh shit! Warte mal, nimm mal das Lenkrad kurz! Ja, okay. Nimm das Lenkrad! Ja! Oh Gott, was war denn das? Was ist denn das für eine Kassette? I asked for a crispy chicken sandwich, please. Scheiße, wir müssen raus. Also, hoffentlich ist meine Familie nicht hier, aber normalerweise... Jo, stimmt, fuck. ...meiden die so viele Leute. Jo, nicht, dass wir gleich deinen Dad auf der Party treffen, Mann. Ja, oh, eigentlich meiden die die... Halt dich fest! Oh mein Gott! Gott. Wir wären fast draufgegangen. Hoffentlich ist da viel los, dann kommen die nicht. Meinst du? Ja, die hassen sowas. Die picken sich immer einzelne Leute raus. Ich glaube, die Party ist schon vorbei. Die. Ja, das sage ich dir nicht, Liranta. Das ist Kush 7 von... Oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, Alter. J2? Las DU, Alter. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Tut mir leid. Die Party ist 100% schon vorbei. Oder die wussten nicht, wo die ist. Also. Und Kio, schlaf gut. Chat einfach dead. Ja, Kush 7 auf jeden Fall. Oder wir sind offen für alle, Alter. Wir lernen ja die Leute erstmal auch kennen. Ihr vielleicht? Geluga! Oh, das sieht mir aber nicht aus wie eine Strandparty. Nee, eher wie so ein Renner. Komm, Slavik, Alter, komm, Junge. Doch, da hinten sind Leute. Ich wollte mal einmal abchecken, was hier abgeht. Was ist das denn hier?
Ja, Bro, das Bro, ist ein Strand. Absolut keine Ahnung, Mann. Ich glaube, die Party ist schon vorbei, Bro. Rally. Braucht ihr noch das lange? Ist der Rally, ja, die Leute sind da vorne irgendwo. Ich weiß nicht, wo ist hier der Schnaps, Mann? Ich bin mit dem Alkohol hier. Oh, scheiße, Mann, ich wusste gar nicht, ob wir auf eine Party gehen. Jo. Komplett underdressed hier, Mann, Alter. Und Onkel rast nicht wild aus, okay? Was? Ich weiß genau, dass wenn du einen Sitzen hast, du wieder durchdrehst. Hör auf! Hey, was geht? Ich bin Skiffy. Was hast du da in deinem Rucksack? Wir haben Wasserflaschen in unserem Chat. Alter, vorbereitet. Na klar. Survival. Der geht zu einer Party und nimmt sich selber Getränke mit. Bro, ich bin broke, ich hab kein Geld für den Chat. Geht's dir gut? Ja, voll. Hast du Cash oder was? Na, boah, Bro. Ja, wie? Also, wenn du mir aushelfen könntest mit. Oder wie? Mit 100 Dollar oder so, Gefi? Ja, easy, aber ich hab. Wir können später holen oder ich hab grad 30 Dollar auf Dings, auf Tasche. Hi. 30 hast du nur dabei? Ja, ja. Vorhin hattest du 100 dabei. 90. Lass mal gleich ein dickes Rennen fahren auf der Rennstrecke mit den Dingern. Boah, sie uns schon im Krankenhaus. Ja, ja, normal landen wir im Krankenhaus, aber das ist doch perfekter Abend dann. Scheiß drauf, ich bin nicht versichert. Außerdem, irgendwer muss doch hier mal die Strecke kontrollieren. Wir gucken gleich hier, wo der Eingang ist auf die Rennstrecke und dann ballern wir da drauf. Ja, Ricky, eine Frage, okay? Ich nimm mir das bitte nicht übel, Alter, aber können wir irgendeinen zusammenschlagen hier? Können wir machen, ja. Wenn du Bock hast. Wo ist dieser Tiny, den will ich zusammenschlagen? Wenn du Bock hast auf mich. Das ist in meiner Hose, Bro. Da ist ein bisschen ja? Richtung dran. Oh mein, komm her, Yeti! Ja, Omi! Oh Gott! Oma! Komm her, Yeti, oh Mann! Schlepp seine Gram auch mittlerweile hin. Hast du Hilfe? Ja. Ah, du Wichser! Oh. Meinst du, das hab ich mir ausgesucht, du Wichser? Jo, Entschuldigung, Mann. Oh. Fäng dich, Onkel. Du lach nicht so, Luis. Ach, bitte. Da kommt der Rest. Wer von euch ist bewaffnet? Einmal Hand hoch. Alle. Oh, warte mal, brauchen wir eine Strap? Ich bin der Waffe. Ich glaub, die ist super. Scheiße, ich hab ein bisschen zu laut geredet, Mann. Oh Mann, ey. Oh nein. Danke. Gut, gut. Ah, jetzt sind wir am Arsch. Ja. Ach, drei lenken ab und der Rest geht durch, oder wie? Das hat sich wirklich schon erledigt. Ich klär das. Die Rufe hört die Cops an. Oh Gott. Ja. Ehrlich? Wir haben einen Geistigen dabei, das wird schon. Jo, Luis, komm, wir gehen das klären. Du bist von der Kirche. Ja, komm. Wir gehen einfach rein. Wie? Okay, wo muss ich das bezahlen? Das würde ich dann gerne alles für jede Person bezahlen. Einmal. Die einmal hinten bezahlen. Wir müssen euch jeweils einmal durchsuchen. Ja. Die Damen gehen zu der Dame, die Herren zu mir ist sie. Bin ich von Ihnen angesagt? Jo, wir haben einen geistlichen beiden Priester, muss der auch durchsucht werden? Ja, Mann. Ich, okay, weißt du was? Durchsuch mich. Einmal umdrehen und Hände nach oben gedrückt. Das ist illegal, er muss auf Bearbeitungsfrage warten. MDs, Slavik, sind auch super gut hier aus. Ich hab übelst Hunger. Jo, ich hab ein paar Pizzastücke bei. Ja? Jo. Was ist eins für mich? Na klar, Luis, mein Herr. Ey, danke. Ja, kein Problem. Da ist auch ein Teller dabei. Geil. Oh ja, ich seh's gerade. Jo, den Teller tust du aber wieder in meinem Backpack, jo. Klar, wenn ich fertig bin. Cool. Ich bin vorhin aufs Knie gefallen, jojo. Oh je, gute Besserung. Naja, danke. Das freut mich, Warcraft, hey, Helen. Kannst du schon mal zu der Frau da gehen? Die will dich durchsuchen. Nee. Doch, du musst. Doch, die durchsuchen jeden. Ja. Okay, danke schön, Mann. Ey, keine Drohung, keine Waffen. Ich habe keine Drogen, keine Waffen. Dann einmal umdrehen. Backpack ist auf, dann kannst du auch reingucken. Hi, Lady. Hey, hast du noch ein Stück Pizza? Nee. Ich habe nur ein Stück Pizza. Dankeschön. Gucken Sie mal, wie ich zitter. Zitter nicht. Ja, stell dir vor. Okay, Basti, du kannst durch. Danke.
Viel Spaß, Mensch. Dankeschön. Blair, tu den Links wieder in meinem Backpack, hier? Okay? Im Teller. Ja, ja. Nein, hab ich nicht. Hey. Hier kommt jeder dran, sieh. Kommen die anderen nicht rein? Doch, klar. Okay. So, passt bei dir, passt auch. Kannst auch gerne durch, sieh. Okay, sieh. Was denn, brauchst du Pizza? Ja, ich brauch was zum Mumpfen. Yo, Bro, ist echt mein letztes Stück, ne, aber... Scheiß drauf. Hier, und den Teller will ich wieder haben. Der Shit war teuer. Wir waren bei Gaps shoppen. War ich auch schon, hab da Rosen gekocht. Rosen? Ja. Und für ein Weichei. Nee, hab ich im Mund genommen. Hallo, Metallkopf. Jo, da mach ich mir eine Kippe. Oh, fuck. Okay, hier. Zerfon. Ja, Mann. Jo, Bro, könnt ihr den... Achso, ja, tu ihn rein. Könnt ihr den nicht irgendwie in die Karren legen? Weiß ich nicht. Sollen wir gucken? Ja, ansonsten gehen wir in die Berge im Gebüsch und versteck die da. Ja, Mann, die ist mega lecker. Oh, sorry. Ja, okay, dann gucken wir mal, ob wir die da nicht da runterkriegen. Okay. Irgendwie. Oder pass auf, wir können auch vorgehen und gucken, ob da überhaupt was abgeht, ob sich das lohnt. Oder so, dann ruf an, wenn komplett tot Hose ist. Aber ansonsten würden wir in die Buggy schmeißen. Ja, ja, wir checken ihn ab, okay? Grüße. Okay. Bis gleich. Was geht? Hallo. Hallo. Komm mal mit bitte auf die Brücke, alle. Also jeder von denen, die jetzt nicht drin sind, die haben alle eine Knarre bei. Lass mal kurz abchecken, ob hier was los ist. Wenn nicht, dann hauen wir wieder ab. Und machen was anderes mit den Buggies. Okay. Aber dort ist Strong, da reicht mein Laienwissen nicht mehr aus. Habt ihr schon bei einem Beobachter, der arbeitet da unten? Ey, ich sehe jetzt schon, ja, dass nichts los ist. Aber du lernst das, ja, Slavik. Yo, Bro. Guck mal, die vier da an der Tankstelle. Und du, der da einfach rumchillt. Hi. Oh Gott, ganz schlimm. Oh Gott. So. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Lea, sag du. Ich weiß. Ich hab's leider mit den Ohren bei der Musik mit so hohen Tönen. Ja, aber hier ist auch gar nichts los. Hier steht nur das Personal, ne? Hi. Ja, vielleicht kommen wir zu spät, ne? Ja, wir kommen erstmal. Blair haut auch schon direkt ab. Für den Eintritt mittlerweile, weil die Party schon ein bisschen länger im Gange ist, $50 pro Person. Warte mal, was? Okay, fuck the shit, I'm out. Yeah, komm. Okay. Also, die gehören zu uns. Ich wollte gerade sagen, komm wieder mit. Yo, $50, Alter, Bro. Wenn ich $50 hätte, würde ich mich selbstständig machen. Ich will mir eine Ruppe loskaufen. Kann ich den Teller bitte wieder haben? Ja, hier. Soll ich auch einen Reißverschluss zu machen? Ja, ja. Easy. Ja, scheiße, Larry, die wollen $50 haben. Ja, aber wir hätten das doch gar nicht zahlen müssen. Ja, Ricky wollte das zahlen, aber Ricky kommt nicht rein, weil er einen Strap hat. Ja, warum denken die denn noch nicht mit, Mann? Fuck. Egal, wir machen irgendwas mit den Autos. Wir fahren ja durch die Wüste. Vielleicht treffen wir ein paar deiner Familie irgendwo. Oh, ey, ja, super. Wir können auch einen Geldtransporter hochnehmen. Ja, das eher nicht. So? Fuck, ich hab ein Déjà-vu. Oh mein Gott. Und dann wird danach eine Abschlussparty sein, Steve. Achso, nein, oh. Ey, die fahren ja schon. So, jetzt geht Wiggy näher an Sandy. Lass mal da vorne hin. Oh. Ich quetsch mich einfach hier durch. Kai. Ja, Bro ist absolut dead und die wollen $50 Eintritt. Ja, ich weiß doch, Mann, und keine Drogen, keine Waffen, was ist so langweilige Scheiße, Mann. Ich glaube, wir kommen viel zu spät, die Party ist schon vorbei.
Hey, yo, mega, Mann. Wir wollten auf diese Rennstrecke ballern, aber da ist irgend so ein Typ im Golfkart, glaube ich. Dann lass den weghauen. Betreten verboten. Ja, dann lass den nur weghauen. Lass den weghauen. Lass den wirklich weghauen. Bro, wir sind mit 20 Leuten unterwegs, als ob uns einer stoppen kann. Was sind wir denn hier? Lass Rennen fahren auf der Rennstrecke mit. Außerdem sind da schon welche drauf. Oh, der rennt auch direkt dahin. Das sind unsere Leute. Let's go, Alter. Leute. Ja, ja, wir kommen. Okay, bis gleich. Scheiße. Da ist ein Typ, der will nicht, dass wir da drauf fahren. Ja, scheiß auf den. Ja, meine Rede. Luis, habt ihr eine Karre? Ja. Ja, wir fahren hier auf der Rennstrecke jetzt rum. Aber kann einer sein, dass er einer gibt. Einer will das nicht, aber scheiß auf den. Hey. Kai. Ich geb Gas oder so. Jo, der hat das zugepackt. Platz machen, sofort. Fahr doch einfach links rum. Ich glaube, der hat die Cops gerufen. Ich guck, was er umgemacht. Jo, der macht Stress, Onkel. Soll ich ihn wegwichsen? Ich glaube, der hat die Cops gerufen, den Sheriff. Ja, hat er bestimmt. Was machen wir? Sollen wir den umhauen? Sollen wir? Jo, ein Wort. Ich steig aus, hau den um. Mir egal. Komm, sofort! Oh, Jo, ich schau den jetzt um. Lass mal ein Rennen fahren. Nein, ich box den weg, der hat die Cops gerufen, den Sheriff. Echt? Der Onkel ist sauer. Oh, ist der abgesperrt? Also hier, das willst du absperren nennen. Es ist an sich eingezäunt, ja. Lass uns doch einfach ein bisschen Spaß haben. Wir geben dir ein bisschen Geld und gut ist. Kann ja, ich Mann. An sich nicht machen, leider. Es Warum? Tut mir leid. Weil das vom Department of Justice abgezäunt ist, der Bereich. Es ist nicht möglich so. Wenn ich könnte, ja, dann gerne. Ja, aber du musst doch nur den Caddy wegfahren. Kann ich nicht machen, Jungs. Warum? Weil ich es nicht machen kann. Ja, aber warum? Klar, du kannst alles. Nein, der Bereich ist für was anderes vorgesehen. Bitte versteht das. Du musst da nur wollen. Ja. Ja, aber manchmal ist es auch besser, Dinge dafür zu benutzen, wenn sie nicht dafür vorgesehen sind. Hey, mach mal jetzt hier nicht die Spaßbremse, Mann. Komm schon. Ja, komm schon. Ja, Ronny, wir komm schon, Alter. Überall anders langfahren, ey. Ja, aber hier ist eine Rennstrecke, Mann. Ja, aber das ist doch hier sind nur ein paar Freunde, die Spaß haben wollen. Das ist eine Triathlon-Strecke. Ja, eine Triathlon-Strecke. Ja, aber wir fahren ja auch Triathlon bei. Aber hier ist ja noch gar kein Triathlon jetzt gerade und... Der ist Bereich cool, ist abgezäunt. Wem gehört der Bums hier? Ich kauf den kurz. Der Bums gehört uns, weil wir die Veranstalter sind. Ja, dann bist du der Chef hier. Also, wie viel willst du haben? So einen Preis. Für die Rennstrecke einmal ein bisschen ich ballern. Ich nehm dafür keinen Preis. Hey Mann, ich geb dir gut Geld dafür, Mann, damit wir einmal eine Runde drehen können. Du stehst auf Crack, Bro. Willst du Crack haben? Absolut nicht, nein. Kokain oder so? Absolut nicht. Kodin. Nein. Pass down auf Xanax oder so. Du bist doch ein Geschäftsmann, lass uns doch ein bisschen was dribbeln. Willst du mal eine geile große Nase am Mann fassen, ne? Komm schon, Mann, überwind dich. Sollen wir einen für dich weghauen oder so? Das ist überhaupt gar kein Problem. Ey, Jungs, bitte. Komm schon. Ich kann das nicht machen, wirklich. Ich kann euch einen Tipp geben, dass ihr wegfahrt. Weil hier gleich das Police Department aufkommt. Jo, ich sag nicht, du hast die Cops gerufen. Bitte. Du bist echt eine miese Eigentlich müsste ich dich jetzt dafür zusammenschlagen. Ja, du kriegst dafür jetzt eine Kopfnuss. No snitching, ruf nicht die Cops, Mann. Das ist uncool. Kannst doch nicht die Cops rufen, wir sind doch nur ein paar Freunde, die Spaß haben wollen. Ja, ich kann's trotzdem nicht machen, bitte versteht's einfach. Oh Gott. Alles klar, Mr. Stock im Arsch. Welt Cop-Caller. Komm, lass hinterher und dann weg. Was? Jetzt auf den drauf und dann wegschauen. Geil, mein Schatz, let's go. Du rennst vor. Let's go. Ja, let's go. Drecksau, rufst du die Cops? Komm mal her, Mann. Scheiß Wichser. Renn nicht weg. Hör auf, wegzurennen. Bleib stehen. Scheiße, ich bin hängen geblieben hier. Komm, Onkel, komm. Oh, Mann. Scheiße. Der konnte wegrennen, Mann. Ach, warum hast du nicht aufgehört?
Ja, wir haben dem in die Fresse gehauen. Schnauweg hier. Los geht's. Scheiße. Oh shit. Schnauweg. Ja, drück auf die Tube, Ernie. Na, dich an. Haut an, wir haben den weggehauen. Fertig, ja, hab ich. Der Wichser. Auf einmal konnte er rennen. Auf einmal wollte er Spaß haben. Scheiße. Na, es sind gar nicht die Cops. Das ist der Sheriff. Dieses Sheriff-Auto. Oh, oh shit. Ist nicht schlimm, wir haben die Dinger nicht gemietet. Das muss Ricky sein. Geht's euch gut? Ich hab einen Verbandskasten bei euch. Manchefach ist Verbandskasten, oder? Geht's dir gut, Lena? Das ging ja sehr schnell, dass wir gleich im MD landen. Oh Gott. Du dumme Sau! Ja komm, was bleibt? Was bremst du, du Idiot? Bin ich gefahren? Du hast eine Reaktionszeit von einer toten Katze, Mann. Warte mal, Grandma ist gefahren? Ich hast gesagt, ich soll anhalten, du Frechdachs! Ja, natürlich, ist auch richtig so. Der hätte ja nach rechts ausweichen können. Also, das hat eine Reaktionszeit von einer toten Katze. Oh, ich hab auf mein Handy geguckt. Ja, also, mir du ist nichts passiert. Ey, beim nächsten Mal tackle ich den um, dann treten wir den zusammen, Alter. Okay. Wünschte, ich wäre dabei gewesen. Ja, hast du nicht zugeguckt? Nee, warum schon im Auto so? Weil... Scheiße, ich wollte dem. Ich hab dem einmal in die Fresse gehauen. Und dann bin ich an so einem Burger kleben geblieben. Der Gang war einfach zu schmal für mich. Mein Backpack ist da hängen geblieben. Ja, was denn? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ricky darf den Schaden in dem Fahrzeug nicht sehen. Wir kriegen Ärger. Oh, was für ein Schaden? Hast du einen Nagellack bei oder so? Nur weißen. Scheiße. Ey, wirklicher Günther. Bisschen schwarz habe ich auch. Ja, auch noch. Nein, das bringt auch nichts. Scheiße. Evo, was hast du geschrieben? Ich habe auch eine Wimpernbürste. Neue Hauptzimmer, weißt du nicht? Denk schon, mal gucken. Vielleicht können wir den Schaden einfach wegkämpfen. Wir sagen einfach, wir waren das nicht. Okay. Kai. David oder so. Pack mir meinen Teil, ich hab eine Idee. Oh Gott! Ganze Sand! Ja. Ja. Du sagst es. Ich kenn mich hier nicht oben aus. Wo fahren die hin? Ich hab Sand in den Augen, Mann. Scheiße, ich hab Sand in den Augen. Ich auch. Meine Wimpern, oh mein Gott. Oh scheiße, bei dir ist eine Wimper weggeflogen. Ich kenn meine Augen. Hast nur noch eine nicht. Ganz lange. Halt's Maul, Mann, halt's Maul. Oh mein Gott. Wo fahren wir denn jetzt hin? Weiß nicht, ich habe nur den Onkel gehört, wie der sagt, fahren wir mal nach. Okay. Aber die fahren zu schnell. Ja, aber zu schnell für... Oh. Will der hin? Warte, ich warte auf die anderen. Ja. Gott damn. Den haben wir vorhin getroffen, ne, im Flitzebogen. Ja? Ja, von meinem Design. Kumpel hat dann nach Klamotten gefragt für den. Oh. Du hast Genix, Junge. Chat müde wieder. Schande. Bleiben die denn? Ich weiß nicht. Meinst du, wir bekommen Ärger wegen der Karre? Ja. Warte, ich ruf mal Louis oder... Ja, Louis an.
Oh, die fahren bestimmt dahin. Hast doch Luis neben uns. Oh, ja, stimmt. Hi. Wo ist der Engel? Hallo. Er ist doch hinter dir. Luis, warum hast du nicht mit draufgehauen? Du Lutscher. Mann, der ist Priester. Ach, stimmt. Fuck. Yo, Enkelmann! Du kannst nicht fahren! Verpiss dich! I asked for a crispy chicken sandwich, plane. Oh, was machen wir denn jetzt? Ich hab Durst und ich hab Hunger. Da kommt wer? Ja, Griffi, was machen wir hier? Ich glaube, wir wollten über die Baustelle. Bist du auf der Baustelle, Onkel? Ja, der Onkel ist hinter uns. Wir wollten auf die anderen warten. Ja, die anderen sind hinten durchgefahren, glaube ich. Ja, dann let's go. Komm, komm. Bitte nicht ran, bitte nicht ran. Warum sind wir nicht straight hier hingefahren? Oh Gott! Oh Gott! Halt gut fest, Lea! Oh Gott! Willst du auch mal fahren? Lea? Ja? Fahr du ruhig. Warte, ich muss kurz am Handy was gucken. Ja. Hi. Okay. Ui. Das ist ganz schön gefährlich. Oh mein Gott. Oh Bro, das war knapp. Mensch, genau. Yo, was ist denn hier passiert? Was ist hier passiert? Das war das, weil du vorhin noch reingefahren bist. Ich bin unter Kontrolle jetzt, Mann. Geht's euch gut? Ja, 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 ja. Yo, die Karre ist Fratze, ne? Yo. Oh. Boing. Was ist hier passiert? Der Onkel hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Ey, ich bin Expertin. Ich hab da eben gerade schon einmal gegen getreten. Ja? Ey, probier mal, ob das wieder angeht. Sollen wir die Grandma jagen? Oh, nein, hör auf damit. Hör auf. Ja. Du hast eine richtige Wildfinger und so. Nee, du musst mal gegen die magische Stelle treten. Ey, Ricky. Lass mal mit dieser App in der Rennstrecke hier stellen. Oh Gott! Oh mein Gott! Das war knapp. Ja. Bist du sicher, dass du nicht fahren willst? Alles gut, gib Gas. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Oh. Oh Gott, wir sind tot. Quatsch. Und I'm praying. Jetzt sind wir tot! Oh! Aua! Wirklich großartig, du. Aua! Oh nein! Aua. Oh nein! Aua! Oh Scheiße! Ich hab Sand im Auge! Was ist das denn hier? Ey, da ist Sand im Eis! Alter! Oh nein! Wir haben einen Unfall. Mein Gott! Die haben einen Unfall gebaut. Nein, die haben einen Unfall gebaut. Er kam ihm eine Karre uns entgegen. Wie soll ich dir das beschreiben? Oh, nur $200 kann mein Tränen trocknen. Reichen auch 90? 90 geht auch. Ey, ihr Jokis, was passiert, Mann? Scheiße. Nichts könnt ihr. Ihr
seid solche Anfänger. Ey, was passiert? Ihr wart angestellt, oder? Das du, Flip! Jojo, alles gut, ich hab 90 Dollar bekommen. Ey, Lonnie. Okay. Steh auf, steh auf. Aber, erstell mal mit dieser App so eine Strecke hier, wir machen Rennen. Bye. Okay, let's go. Komm mal die Strecke einmal ab, dann machen wir so eine Dings. Ey, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Wenn ich nicht gewinne, bin ich sauer. Ey, ich fahr nicht mit, der Gewinner kriegt von mir 2000 Dollar. Geht's los? Jo, ich bin straight dabei. Leia, steig ein! Warte, warte, der muss erst die Strecke erstellen. Hast du die App? Ich weiß gar nicht, ob der Kamera fährt. Boah, oh. Ich muss immer die Strecke abfahren. Boah, ey. Beruhig. Komm, Alter. Aua. Ich muss... Jo, das war knapp. Ja. Aber ich hab 90 Dollar bekommen. Kann ich mit jemandem fahren, der gut fährt? Du kannst mit mir fahren, okay? Was denn? Ich hab 90 Dollar besorgt. Und jetzt besorgt 2000, Mann. Ja, Ma'am. Aber ich hab Sand im Auge. Ja, wie? Ja, ich hab Sand im Auge. Kann ich mit jemandem fahren, der kein Handicap hat? Ich hab kein Handicap. Ich brauch keine Handyhülle. Sand. Ja, wie? Ey, was geht? Ich hab dicke Umfang gebaut gerade. Hussein. Ey, Hussein, was ist die Fu? Passa, amigo. Ey, ich hab die Vergab. Ja, hast du, komm her. Kannst du mich gewinnen lassen, die 2000 yeah. Dollar? Oh, ja, danke. Boah. Hast du Papes oder so? Nee. Hast du Papes? Pape? Jetzt ein Tipp. Hi. Aber ich hab kein ja. Gas. Warum? Fahr mal bitte. Das Ding, da klemmt die Handbremse. Ich sag dir, wie ist. Ich hab dir doch gerade einen Gramm zugesteckt. Hast du? Ja. Oh. In meinem Rucksack. Ja, guck mal im Rucksack nach. Ich glaube, ich hab den doch da reingesteckt im Rucksack hinten. In diese kleine Fach, wo man immer Stift reinmacht. Oh, dann. Ich bin Meister am Bauen, ne? Ich weiß, darum geht, hab ich schon gegeben. Aber ich sabber immer zu viel. Egal, du kannst alleine hoch. Nee, ich bin gerade. Mach ich das so richtig? Ich fahr gerade rein mit einem Quad. Ich hab Brownies gebacken, halt. Weggedrückt. Jo. Danke, jetzt hau ab. Ja, ich hab eine Rufung, Leute. Jo, Leia. Dann zieh dich. Und gib mir meine Kohle wieder. Leia, ich hab. Sollen wir einen rauchen? Ja, wir fahren gleich ein Rennen. Ja, aber dann. Wenn ich high bin, hol ich den Highscore. Ja, Luis. Hat sich aus der Karre rausgeballert? Ja, so ähnlich, aber ich. Aua! Ich hab 90 Dollar bekommen, Schmerzengeld. Gib her, Mann. Ja, wie, aber ich will auch. Ja, dann nicht. Ja, hier. Ja. Jetzt. Oh, Mann. Du kannst dich wie auch willst nicht du mir die Scheißtür noch vor den Füßen hauen? Ja, dann geh doch nicht davor. Das hast du Zeug von Dings bekommen? Okay, Onkel. Vom Onkel, ja. Hallo. Crack und so. Aber das ist ein so? Safe. Ja, okay. Nee, wollte ich nur wissen, ob du auch was hast. Ich hab, glaube ich, nur 5 Gramm Crack und 1 Gramm Weed. Ja, das ist der ganze Rest, der noch weg muss, Mann. Bald kommt was Neues, dann müssen wir uns was überlegen. Okay. Ja, Mann. Bisschen Weißpuder noch sehen. Wenn nicht, lass irgendwelche Ticker abziehen. Bro, das ist mein ja, großer Plan. Vielleicht solltest du das hier nicht so rumschreien, Mann. Oh, was ja. denn? Ich glaube schon. Wer denn? Ich das, nee, klar das ist, glaube ich. Ja, schreit ganz schön. Egal, die sind eh unter uns. Egal, genau, das sind doch als Freunde von Ricky okay, und so. Okay, okay. Hat jemand was zu trinken für mich auf Schnell? Nee, ne? Ja, doch. Ich hab eine Flasche Wasser bei. Warte, ich hab nur einen Sprunk. Ich hab okay. sehr trockenen Mund. Aber die ist so warm, ne? Und da sind ein paar was? Dellen drin wegen dem Unfall gerade. Also kann das sein, so dass es dir voll ins hey, Gesicht spritzt. Ja. Sag mal, willst du nicht Crack für mich verkaufen? Nee, auf gar keinen Fall, ey. Aber du kannst mir was zu trinken geben, wenn du was hast. Was ist denn mit der Oma? Ich hab leider nicht. Yo, Grandma, was stehst du da so wie nicht abgeholt? Guck mir Rezepte auf dem Handy an! Du musst mal den Güffi fragen, der hat Dings, so eine Backdings. Keine Ahnung, wie die Scheiße heißt, Mann. Mhm. Eine Backform. Was meinst du? Ach so, jojo. Das sieht alles ganz schön lecker aus, nicht? Jo, wir können dir zeigen, wo du einkaufst. Aber du weißt es doch, du wohnst doch da schon lange. Nee, direkt um die Ecke bei Gabs. Ja. Warte, vielleicht also können wir was mit Ricky klären, komm mit. Das Brownie-Blech gemacht hat, nicht? Das sieht aus wie ein Holz. Endlich sind wir wieder bei dem Cowboy-Thema. Warte, komm mal mit, Grandma. Ricky.
Ja. Die Grandma braucht ein bisschen Hilfe beim Einkaufen. Oh, achso, ja, wir gehen zusammen einkaufen, gar kein Problem. Die will backen in so einem Chat. Ja, da musst du auf Los Santos mit. Hast ja, das weiß ich schon. Grandma? Ja, okay, da kannst du dir so Rezepte zusammenstellen. Dann musst du mir sagen, was du brauchst und ich besorge dir das. Ja, genau. Kann die das nicht bei euch bestellen und ihr liefert der das? Klar. Guck mal, Biggie. Also, guck mal, wie ich will glücklich da nicht eingreifen, okay, ne? Aber ich würde dann... Vermitteln mal Talisha an die Grandma. Warum? Hast du noch die Flasche Wasser? Oh, stimmt. Backt ja, cooles Zeug. Ja, Mann. Meine Schwester ist übel durstig, ey. Ach, und du rennst jetzt für deine Schwester los und besorgst was zu trinken. Ich hab auf jeden Fall coole Rezepte. Nö, ja, hast du ehrlich. Ja, auch. Ja, scheiße, Mann. Oh, mit meinem Ricky kannst du oder sag mir, ich besorg den Scheiß. Ja, morgen nicht. Ja, aber 20% lege ich drauf in den Laufgeld. Durch. Ich bin broke, Oma. Nein, war nur Spaß. Ich ein paar. Was für 20%? Was denkst du? War doch nur Spaß, Grandma. Ja. Rast du nicht direkt aus? Ja, doch. Was hast du klar, natürlich. Jetzt komm mit zu Lea. Wir tragen das jetzt aus. Jo, komm. Ich brech dir die Hand, ein Schachtel. Ja. Ja, du hast ja gar nichts gemacht. Nö. Komm doch eine Runde. Ja, komm hier hin. Kann ich jetzt auch mal ziehen? Oh, ja, wie? Zu spät irgendwie. Ja, super, Lea. Ach, komm, Mann. Ja, los geht's. Weißt du, ich dreh den Scheiß und du lässt mich nicht mehr ziehen. Ja, mach halt Drama. Komm, ein Schachtel, komm. Ja. Das ist ganz schön hart im Griff. Ey, wie viel mit dem hast du eigentlich? Klar. Sag's niemandem, dass ich verloren hab, okay? Natürlich nicht. Ich mache überhaupt keinen Drama. Ey, Leute, der hat verloren gegen mich. Das ist eine alte Schachtel. Loser. Ja. Ja. Aha. Oh Gott. Oh. Keine Ahnung. Ich mache überhaupt keinen Drama. Ja. Ich wollte nur mal ziehen. Immerhin habe ich auch das Zeug besorgt. Okay. Bist du dicht? Aber weißt du, dass einfach irgendwie nur ein Gegenstand, weißt du? Oh. Sei nicht sauer wegen Shit, weißt du? Sei. Oh shit. Oh Gott. Wie groß ist deine Grandma? Ich hab alles im Blick, ne? Guck. Was für ein Cock? Ist alles top hier, fährt euer Ding noch? Mach groß, glubsch auf! Alles ist in Ordnung, nur dass Leia meinen Joint weggeraucht hat. Ja, jetzt. Wie eine Dampflok. Dreh doch nicht so im Rad. Ja, Ricky, kennst du den Trick hier? Guck mal. Hey, wir sollen nach vorne fahren. Kai. Wir sollen nach vorne. Yo, Grandma! Ich kann auch irgendwie. Ja! Press Track! Oh mein Gott! Oh, Heilige! Ich Ach, weiß gut. nicht, wo vorne ist. Wo ist denn vorne genau? Oh Gott! Oh. Kannst du uns nicht schon vorher? Wir haben ein kleines Problem. Ja, Scheiße! Ja, wir haben ein Problem, Hilfe! Nein, wir sind jetzt schon ausgeschieden. Danke! Oh Gott! Oh! Geht's euch gut? Ihr sitzt auf dem Quad. Wir brauchen Vorsprung. Nee, du fährst mit. Doch. Ja, ich werde es eh nicht sein. Buddy, was denn? Müssen okay, wir nicht alle in eine Reihe? Wir müssen alle Code machen. Warte, wir müssen alle sich anmelden. Ja. Ich fahr gleich auch, ihr könnt gleich unseren haben. Meldet euch alle bei der Racing App an. Hab ich grad. Auch ein Feature auf Storyline. Du kannst dir eine Rennstrecke mit dem Handy machen. Boah. Werdet ihr da gleich sehen. Fühlt sich an. Wie ist denn der Code? I wonder if you know. Gleich. Sind alle da sein erstmal. Wer fehlt denn jetzt noch? Onkel.
Stimmt. Wo ist er? Ah, komm hinten. Sag mal Code? Vielleicht gleich. Was? Code kommt sofort. Ah, wo? Ja, was soll ich dann auch da rein? Nein, nur der Fahrer, glaube ich. Okay. Nur der Fahrer, ja. Ja, könnt ihr mich bitte gewinnen lassen? Wir sind broke. Muss aber wegrennen. Ey, könnt ihr wie in so einem schlechten Need for Speed Teil, man so, ja man, genau sowas. Ja. Hat jemand Dingslied? Tokyo Drift? Oh, bitte keine Musik, aua, aua, mein Ohr, aua. Ich mag keine Musik. Okay, alles gut, Gottes, du machst keine Musik. Oh, tut ganz dolle weh. Alles gut. Mach doch einfach den Haken raus. Ja, als Kind bin ich in die Gitarre gefallen. Nein. Warte. Den Code. 908. Der, hallo, warte, das fehlt noch einer. Warum sind die denn jetzt hier? Ja, könnt ihr doch gleich nochmal sagen, beruhigen. Wo, gleich fahr ich nach Hause. Ich hab doch die ganze Zeit gefragt, ob alle da sind. Ja, ich hab doch die ganze Zeit gesagt, ob alle ja da sind. Ihr habt ja gesagt, hä? Nein, wir haben das die ganze ja, gesagt. Mir würde ja gesagt, was soll ich da machen? Jetzt ist Onkel. Ja, wie kann ich mitmachen hier? Ich bin auch da, Mann. Okay. Jetzt hab ich ein Ohrwurm. Hallo? Du bist wunderschön in dem Licht. Onkel! Der Grüne, ja. Du musst dich auf der Racing-App registrieren, auf dem Handy. Ganz unten, die Grüne. Du brauchst nur einen Namen eingeben. Und dann kriegst du gleich einen Code. Ja. Ich glaube, sind alle da, oder? Im Boot. Ja. Sind alle da? Yes, sir. Okay. Donny, sag an. 908. 908? EEE. 3 E's. 3 E. Groß oder klein? Groß. Oha. Die haben jetzt mit dem Handy hier die Strecke gemacht und die fahren wir jetzt gleich. Okay, ich bin drin. Ja. Ich bin drin in die Bild. Bist du drin? Ja, klar. Ihr, musst, ihr seid bei mir nicht als Teilnehmer da. Jetzt muss nochmal neu öffnen. Lonnie, Curtis ist wieder drin. Was? Hast du mit mir? Okay. Warte mal, da steht gar nicht, dass wir 5000 Dollar gewinnen können. Gib es danach. Sag nochmal den Code. 908 und dreimal das E. Groß aber. 908. Ey, wie werde ich denn ein Teilnehmer hier? Na, du musst da draufklicken, in der Mitte unten. Picke! Picke. Ich bin drin, Mann. Ich auch. Hast du alle eingetragen? Also ich bin nicht drin. Oh mein Gott. Du musst, also dich unten, du musst unten auf den Button drücken. Ja, ich bin drin. Nur die Leute, die fahren. Es sind alle drin. Nur die Leute, die fahren, bitte. Aber ja, weil es sind zu viele drin. Achso. Ja, ich hab's. Nee, Helen kann raus, die ist Beifahrerin, oder? Egal, ja, ist nicht schlimm. Ja, schmeiß mich raus. Ja, ich hab nur 8 geschrieben. Alle nebeneinander, sonst ist es unfair. Ich hab halt nur 8 geschrieben, deswegen. Du setzt aber nicht so auf den Display da, oder? Doch. Boah, ey, ich geh hier auf jeden Fall weg. Ich bleib nicht stehen. Ja, was mit Pitten? Dürfen wir pitten? Ja, ich hab dich was. Seht ihr jetzt alle die Strecke da, ne? Aber nicht Death Race. Ihr müsst alle auf Join drücken unten, auf den großen Button in der Mitte. Ja, bei mir ist ein Chopper drin und eine kleine Minute. Das ist okay, ne? Ja. Fahrer alle jetzt drin? Ja. Soll ich nochmal kontrollieren? Also bei mir sind nur 3 Leute drin. Okay. Ich muss raus und wieder reingehen. So, ich muss einfach raus. Okay. Big Ö. Okay, eure Namen, Helen habe ich gesehen. Ihr seid sowieso drin. Giffy ist auch drin. Ihr seid. Big Ö. Papa ist auch drin. Curtis und ihr? Leo. Ihr seid auch drin. Ja, perfekt. Okay. Hey, du machst Dings mit Bubis zeigen und so. Wer, du gewinnst das nicht? Also irgendjemand ist nicht. Ich versuch's, drin. Okay? Egal. Ich halt 8 Leute. Dann kannst du 5 Jahre auf der Couch liegen. Verdammt, mach mir keinen Druck. Ich versuch's. Du kannst selber raus. Du musst besser auch so, Mann, besser so. Drücken. Yes. Ja, perfekt, jetzt 8 von 8. Okay. Okay. Ja. Nein, scheiße, wie viele Runden fahren wir? Steht das noch? I asked for a crispy chicken sandwich. Mach einfach dein Handy auf, hier vorne drauf bei dir. Ja, okay. Eine Runde. Red. Ah ja, Chat wieder müde. Eine Runde nur. Oh Gott. Guckt euch das an, Chat. Wer fällt runter? Keiner.
Seid ihr ready? Alter. Oh! Ja, die nehmen Abkürzung, das ist unfair! Oh mein Gott! Warte mal, ich glaube, wir sind Erster, oder? Ja, noch. Gib bloß Gas. Aber auch nicht zu viel Gas. Oh Gott! Oh mein Gott! Alles gut! Hui! Warte, ich schmeiß dich. Ach, da! Oh Gott! Oh mein Gott, ich sehe Scheiße, ich glaube, wir haben irgendwas auf. Ich weiß. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben einen verfehlt oder so. Ich weiß nicht. Wir haben einfach verloren. Oh Gott, Scheiße. Warte mal, ist überhaupt noch einer hinter uns? Oh Gott. Fährst du schon richtig? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Yes. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Was machst du? Das schaffen wir schon länger. Scheiße. Oh Gott. Ja, hier sind wir angefangen. Ich glaube, oder? Bro, irgendwie. Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist gerade. Wir waren auf jeden Fall zweiter Platz. Ja. Dann bist du Erster gewesen. Was? Ja, aber. Warte mal. Kaputt gemacht, ey. Warte mal, Moment. Ihr seid so richtig frontal reingefahren. Das Ding ist, auf meinem Handy war so ein Punkt, aber ich bin da drüber geflogen. Ich bin auch da drüber geflogen. Ich glaube, wir sind Erster, ne? Ja, nein, wir sind Erster. Dann müsst ihr zurückfahren. Ja, aber zählt. Nein. Die sind Erster. Grün ist Erster. Grün ist Erster. Aber ja, zählt das trotzdem? Aber wir sind drüber geflogen. Was soll ich da machen? Ja. Luftbremsen oder was? Alles gut. Okay. Ich bin wir haben gewonnen. Ja, besser. Ich bin zurückgefahren, verdammte Scheiße. Wir machen nochmal. Wir machen nochmal. Grün. Gürtel. So ein Choleriker. Gib mal Kontonummer. Was? Verloren habt. Warte mal, direkt mit Western Union? Wer hat denn jetzt Dings? Hä? K800? Warte. Wollt ihr nicht auch mal fahren? Mercy und Dings? Frag ich von da hinten. Ja, Mercy, fahr! Das ist Betrug! So, jetzt sag. 800? Ja? 5? Mhm. 9? Nee, alles gut. Und 6, ja? 6. So, wie viel haben wir gewonnen? 2000. Ach, so viel Geld? Mhm. Hätte ich verloren, hätte ich. Oh. Guck mal, wann gekommen ist. Ich hab es an. Dankeschön. Bitte. Lena, du kriegst neue Nägel. Ja, geil. Wir haben gewonnen. Ist auch besser so, ich sag's dir. Dann küsst du mich dafür oder so? Irgendwas als Belohnung? Ja, bestimmt. Wann? Jetzt oder? Ja, wie jetzt? Ja, hallo, ich bin der König mit Krone. Siegertreppchen, ja, Ehrung und so. Komm halt her, Mann, komm her. Kai. Gib mir einen dicken Schmatzer. Kai, gar kein Ding. War voll romantisch. Warte, ich glaube, wir müssen abhauen. Komm, Luis! Ja, was los? Wohin? Oh, ich glaube, wir müssen die Karren zurückbringen, oder? Oh, das kann sein. Ja, das war voll einfach, Mann. Die können ja überhaupt gar nicht fahren. Wie loser. Wir haben $2000 gewonnen. Ja. Jetzt können wir uns morgen das eine Küchenset kaufen. Ja, wie, wir haben doch schon alles. Ja, aber uns fehlt noch eine Backform und so. Willst du backen oder was? Nee, du. Für meine Trap House Kitchen? Genau. Ich sagte, damit werde ich fame. Meinst du? Nö. Aber man kann's versuchen, oder? Na klar. Oh, die haben anscheinend viel Geld, wenn die haben für $2000.
Ja, und Papis, willkommen zurück bei Papas Kitchen. Yo, Notification Gang, we lit. We lit, man, we lit. Ich hoffe, dass die Cops uns nicht sehen. Das hoffe ich auch für dich. Weil dann sind die 2000 Dollar auch schon wieder weg. Stopp, 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 stopp. Stopp! Was? Er hat gesagt, stopp! Lights on phones, boy. Stopp da vorne. Now for real? Ja. Ja. Ja, jetzt erst recht! Nein! Hör auf, bitte! Sag's auf! Oh. Ich glaube, das ist Dory. Können wir die nicht dahin zurückbringen, wo wir die her haben? Ich weiß es nicht. Ja, Omi, so hast du so einen Abend hast schon lange nicht mehr gehabt, ne? Ja, wo Gott schon wild, ich hab fast Kötzerchen gemacht. Aber wir sind geflogen wie die Engel. Willst du mir die Karren nicht zurückbringen? Nee, bis morgen haben wir die. Ah. Ich hab da übrigens eine erste. Wir wohnen direkt am Barber. Ne? Super. Haben denn deine Dritten gehalten? Mit den Autos. Wir können die bis morgen behalten. Ein bisschen geschlackert. Okay. Meine Karre hat aber ein paar Beulen. Ja, dann hole ich mir jetzt was zu essen. Ja, kannst du mir direkt was mitbringen? Hast du Geld bei? Ja, klar. Ja, wollt ihr auch was? Bin reich. Naja, alles gut. Warum stehen wir jetzt alle? Wir parken die Autos hier. Ja, Luis, hast du Geld bei? Warte. Ja, ich hab Geld bei. Warte kurz ein paar Dinge suchen. Ja, wir können doch eben die Leute rüberfahren wegen die Autos, dass wir die hinfahren. Wo holen wir was? Ja, komm. Hier. Bei Lucky Placker, oder? Jo, Lucky Placky. Direkt zu Menge. Ja. Kauf einfach irgendwas. Ob der 50 okay. Dollar gegeben ist, weißt du? Ja. Weißt du eigentlich, wo wir so Lebensmittel und Rezepte herkriegen? Ja, Leo, ich kann euch das gleich zeigen. Direkt bei Gaps hier um die Ecke. Okay, was soll der? Na, Lebensmittel einkaufen und so. Ach so, aber, wir, ja. Aber Leo hat gekocht. Wir haben noch Nudeln, wir haben Pizza kalte und so. Ja, aber wir können auch noch mal Tomatensauce holen. Okay, ja, dann gehen wir. Die haben auch einen Nachtschalter, da können wir gleich vorbei. Okay. Ja, dann können wir ja dort zusammen vorne zu Hause was essen, oder nicht? Jo, komm. Ja, müssen wir nicht, nö. Ja, mach auf den Scheiß. Oder wir holen jetzt schnell was von zu Hause und später machen wir das. Ja, was habt ihr jetzt noch vor? Nix. Ja, was habt ihr jetzt noch vor? Wir haben nichts vor. Ich werde gleich ins Bettchen, nicht? Okay. Ich weiß halt nicht, ob wir die Karren jetzt benutzen dürfen. Ach so. Wen können wir das denn fragen? Na, Güffi oder was? Ich ruf Güffi mal an. Ich kenn keinen Güffi. Das war der kleine Süße mit Milchbart. Jo, was geht? Güffi, dürfen wir die Karren jetzt benutzen? Wo seid ihr? Wir sind am Highway. Ich hab so schöne Wimpern. Kommt ihr jetzt auch nach Schienels? Jo. Wir wollten nämlich einmal kurz nach Gabs ein paar Sachen noch einkaufen und so. Ja, fahrt, Hauptsache, der Schlüssel ist morgen wieder bei uns. Yes. Ja, aber nicht, dass der Stress unser Auto machen. Ausgetreten. Was? Ja. Was hast du gesagt, Curtis? Ja, wir warten erst, bis ihr hier seid, okay? Okay, bis gleich. Bis gleich. Okay, die kommen jetzt her. Okay. Hey, holst du das dann? Ich werde jetzt reingehen. Ja, oder sollen wir morgen shoppen gehen? Weil wir haben noch Essen zu Hause. Nee, ich würde morgen dann kochen. Ja, aber dann können wir ja morgen shoppen gehen und kochen. Das stimmt, ja. Ja, oder so. Ja, okay. Dann warte ich, fahre ich kurz nach Hause. Ja, okay. Ich fahre aber mit, denke ich. Ja, dann komme ich auch mit. Ja, das ist aber nur zwei Sitze. Ich dachte, wir gehen da alle zu. Ach so. Ja, na, ich hab doch hier die Karte. Ja, dann
Leia, warte noch kurz, dann kann Luis direkt die Karte an Güffi geben. Welche Karte? Ja, für das Auto. Na, oder? Aber wie? Wollte der nicht auch weg? Nein, der kommt jetzt her. Nicht mein Luis. Ja, aber der kann ja die Karte dann direkt abnehmen. Okay. Warte, müssen wir auch laufen? Nee, wir sind... Yeah. Gott, ich bin gerade verwirrt. Ja, wenn wir die Karte jetzt abgeben, müssen wir laufen. Pass auf. Ja. Hier, Dings, Miss Meka. Ja? Komm mal her, bitte. Dann lass uns morgen einkaufen gehen und dann kochen. Okay. Aber wir haben noch Essen im Kühlschrank. Okay. Ja, können wir dann morgen nicht auch die Karte zurückgeben? Ja, können wir auch. Ja, also alles easy. Ja, dann starten wir jetzt durch. Ja, und laufen nach Hause. Uh-huh. Okay. Was? Können wir die nicht mitnehmen? Nee, ist doch direkt hier um die Ecke. Wohnen noch nicht weit. Okay. Sonst den Zombie-Walk machen. Ich sage eben gute Nacht. Könnt ihr kurz von meiner Tür weggehen? Jo. Jo, wir ziehen durch in die Crib, Mann. Ja. Ich muss die abschmeißen. Jetzt Bugs an. Stopp, hast du gehört? Macht's gut, okay. Schlaf gut. Bis morgen oder so. Danke. War voll geil, ey. Mega. Gut. Ach, Fahrt. Was geht ab, Curtis? Jo, Giffy, wir starren durch in die Crib, Mann. Ja, right. Wir gehen morgen shoppen und so ein Shit. Und ich hab dir übrigens vorhin $60 aus deiner Hose geklaut. Bro, deswegen hatte ich nur noch $30 auf der Tasche. Ja, ich hab mich geschämt. Ich wollte nicht nach Geld fragen, Bro, weißt du? Du Wichser. Okay. Okay, ja, die Keycard musst du uns morgen aber geben, ja, ne? Ja, kein Ding. Okay, easy, dann bis morgen. Warte, ich sag dem Onkel nur kurz Bescheid. Okay, bis gleich. Onkel! Onkel! Yo, what up? Ja, und ab, wir gehen in den Crew, wir gehen Perlen und so. Chillen. Ja, alles klar. Bleibst du nur hier? Jo. Güffi kommt jetzt noch her. Ja, ich hab noch ein bisschen was zu erledigen, Mann. Ja, dann bis morgen. Lass ihn nicht anquatschen, yeah, alright, Bro. Alright, alright. Und kill keinen, Mann. Hör niemals. Bei dem bin ich mir nie sicher. Morgen komme ich pünktlicher. Das ist übrigens ein NPC, in dem man Drugs verticken kann. Also hat irgendeiner eine SMS bekommen. Hä? Ach so, sollte bestimmt draußen, okay. Oh, ich hab Schmerzen, Mann. Was, Schmerzen? Ja. Wir hatten voll den Unfall. Oh nein. Ja, du solltest dich halt anschnallen. Ich war angeschnallt. Ja, besser irgendwie. Gar keine Orientierung, wo wir wohnen. Hier links gleich. Ja, stimmt. Ich habe auch schon wieder die Zeit vergessen. Ich kam ja auch erst um 9. Ja, sorry, what do we do? Ich sollte die Oma. Aber ich frage nochmal, gefällt euch? Sollen wir hier weiterspielen? Ja, ne, Chat? Stimmt, oder? Wir können durch die Gasse davon laufen, ne? Hast du was gesagt? Dass wir durch die Gasse davon laufen können. Ja, klar. Und du brauchst gar nicht denken, dass ich auf der Couch penne. Ich penne im Bett. Ja, wie? Aber Miss America und ich. Jo, die kann doch auf der Couch schlafen. Oh Mann, dann schaffe ich aber auch auf den. Nein, fuck Luis, welche Couch pennst du? Die am Fernseher. Da penne ich jetzt. Das ist meine Couch. Wenn ich schon nicht in meinem scheiß Bett pennen kann. Das ist meine Couch. Halt's Maul. Ich hab dich verarscht, ich nehme immer die gegenüber vom Fernseher. Du halt. Kann ich nämlich besser drauf gucken. Wie cool, nice Dudes richten ist. Ja, bisher super cool, Alter. Morgen komme ich auch pünktlich. Kann ich mal so zeigen, vielleicht gehe ich morgen ein bisschen Dings verkaufen, Drogen oder so ein Shit. Morgen werdet ihr auch das Kochen sehen. Auch das Shoppen und so ein Shit. Das ist so, Alter, Bro. Wie viel Mühe kann man sich für einen Server machen? Ist Amerika eigentlich überhaupt schon Schlüssel? Na klar, ich habe dir vorhin einen gegeben. Okay. Und Luis hat auch schon Miete gezahlt. Sehr gut. Nee, wir haben noch keine Dietrich hier. Wir haben uns noch um nichts gekümmert, irgendwie was das betrifft, außer Codein. Geil.
Wie viel kostet denn die Miete? Na, die kostet so $40 am Tag. Okay. Überfahren die Cops hier, war muss ich cool. Ja, aber ich geh mir noch einen Kaugummi holen. Meinst du, da gibt's was Seltenes drin? Ja, da kann ein Ring rauskommen. Echt? Ja. Wer hat das gesagt? Ja, hier die Ladenbesitzerin. Kein. Naja, da war nur ein Bonbon drin. Scheiße. Ich lauf kurz zum Müllcontainer. Ich mach jetzt gleich schon Schluss. Immer so ab 12, 1 Uhr ungefähr. Ja klar, Bo, du hast doch gerade gesehen. Ich hab im Müll reingeguckt. Halt die Klinge. Kai. Hm. Warum klingelst du denn? Ich war zu faul, in meine Tasche zu gucken. Oh Mann. Ich schließ ab. Okay. Jo. Okay, ich wünsche dir eine gute Nacht. Und ihr pennt im Bett? Jo. Jetzt kann ich nicht mal meinen eigenen Kühlschrank an, Alter. Ja, geh ran. Ich warte auf dich, Helen. Ja. So, welcher was machst du hier? Na, ich will einen Kühlschrank. So. Ja, komm her. Du kannst aber, glaube ich, den Müll nicht nach irgendwelchen random Dingen durchsuchen. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Außer natürlich, einer schmeißt irgendwas da rein, ne? Ja, es gibt noch viel, viel mehr Features. Kai, gute Nacht. Nacht. Wo ich mal da war, war es super, was du gefunden hast. Echt? Ja, okay, das kann auch sein. Ich weiß auch nicht alles zu 100%, ne? Dankeschön, Loco. Ich habe nur letztens einmal Müll weggeworfen, da war ganz normal einfach nur so Pappe, Papier und so ein Shit drin. Aber kann sein, dass da random generierte Items drin sind. Was natürlich cool wäre. Ich stehe auf solche Systeme. Ah, fuck Audi-Fahrer. Dankeschön für den Prime-Sub noch am 13. vor einer halben Stunde. So, Chat, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns nachher wieder. Dieses Mal pünktlich. Wenn wirklich nichts dazwischen kommt. Danke für den Support. Bleibt gesund. Lasst uns nicht anquatschen. Und bis nachher. Gute Nacht. Fieche, Fiech. Hey, Space.